So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie mit etwas Verspätung zu unserem Kongress. Das sind ja turbulente politische Zeiten. Es wird derzeit viel gestritten, aber um andere Themen. Ich habe allerdings den Auftrag, dass auch heute hier möglichst eine kontroverse Diskussion stattfinden soll. Für die von Ihnen, die noch ins alte Programm geschaut haben, da steht als Moderator noch mein Kollege Martin Greive drin. Ich bin für ihn hier eingesprungen, denn er ist heute vor einigen Stunden Vater geworden, hat also seinen Beitrag geleistet zur Entschärfung des demografischen Problems. Und genau, über alle anderen Probleme, mit denen wir derzeit in der sozialen Marktwirtschaft konfrontiert sind, wollen wir heute diskutieren. 2,5 Stunden haben wir uns vorgenommen. Und jetzt übergebe ich erstmal an Ihren Gastgeber, Herrn Linnemann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion. Ja, herzlichen Dank, Herr Hildebrand. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch herzlich willkommen heißen im Namen des Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder, auch im Namen des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden natürlich und des Sprechers für Wirtschaft. Herzlich willkommen, Joachim Pfeiffer, und den PKM vertritt heute Hans Michelbach. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den letzten Wochen wurde vor allen Dingen über ein Thema gesprochen, über Karl Marx, 200 Jahre Karl Marx, und das hat uns geärgert. Und deswegen haben wir reagiert. Es gibt nämlich noch ein anderes Datum und deswegen ist die heutige Veranstaltung faktisch eine Punktlandung. In 7 Tagen vor 70 Jahren fand die Geburtsstunde der sozialen Marktwirtschaft statt. Die Währungsreform wurde umgesetzt und es gab jemanden, der war sehr mutig. Der hieß Ludwig Erhard. Der war so mutig, dass er sich selbst gegen eigene Parteifreunde durchgesetzt hat. Gegen die Gewerkschaften, gegen die Wirtschaft. BDI damals, der Präsident Fritz Berg, ging auf die Barrikaden gegen die Medien. Er hat sich durchgesetzt mit einem Geschäftsmodell, basierend auf der Freiburger Schule. Damals im Ordoliberalismus begründet, hat er die soziale Marktwirtschaft in Deutschland so erfolgreich ausgerollt, dass es ein Wirtschaftswunder gab. Und daran sollten wir uns mal zurückerinnern. Und dieses Wirtschaftswunder hatte Prinzipien, die es heute noch gibt, wie das Haftungsprinzip, wo es Familienunternehmer gibt in Deutschland, die ihr Geschäftsmodell so erfolgreich ausrollen, nicht nur in den Städten, auch im ländlichen Raum, dass sie ehrbare Kaufleute sind, dass wir über diese viel zu wenig reden. Die leben dieses Prinzip par excellence. Wenn Sie sich auf dem Fußballplatz im ländlichen Raum umschauen, werden Sie eine Bannenwerbung finden von einem Familienunternehmen. Wenn Sie die Schülerzeitung sehen, sehen Sie eine Anzeige von einem Familienunternehmen. Und dieses gepaart in einem Umfeld, wo wir auch an der Industrie festgehalten haben, an dem Industriestandort, wo in den letzten 20 Jahren sich die Welt eigentlich über uns schlapp gelacht hat, dass wir daran festgehalten haben und nicht in diesen Finanzdienstleistungsdrang gegangen sind, führt dazu, dass Deutschland heute erfolgreich da steht. Das zur Geschichte. Und heute wollen wir nach vorne schauen. Wir wollen heute nach vorne schauen. Wir stehen vor globalen Herausforderungen, die sich gewaschen haben. Wir stehen vor digitalen Herausforderungen, die sich gewaschen haben. Wir stehen vor demografischen Herausforderungen. Stichwort Bevölkerungsalterung. Und neuerdings gibt es auch eine Debatte über einen Konsens zum Freihandel, der sich auch gewaschen hat, dass es jemanden gibt, der das alles in Frage stellt, was bereits seit 40, 50 Jahren konsentiert ist. Das heißt, wir müssen heute über die Frage reden, wie kann man in diesem Umfeld Innovationswettbewerb gestalten. Wahrscheinlich werden wir in den nächsten Jahren auch über die Systemfrage reden. Der 19. Parteitag in China fand statt. Und das Maß an Staatslenkung ist so beachtlich, dass mittlerweile dem Letzten klar sein muss, dass dort die Partei oberhalb des Staates steht. Und in diesem Umfeld treffen wir uns heute. Wir haben so ein paar neue Elemente eingeführt. Es gibt gleich das eine oder andere Streitgespräch. Der Moderator ist vorbereitet. Sein Honorar richtet sich an dem Streit Kaliber. Und sowas ist nur möglich, dass Sie auch tolle Mitarbeiter haben. Meist wird sowas immer zum Schluss gesagt. Deswegen sagen wir es heute einfach mal am Anfang. Ich möchte mich bedanken bei der CDU-CSU-Fraktion. Vielleicht auch mal ein paar Namen nennen. Bei Frau Wittig, bei Herrn Heise, bei Frau Renner, bei Herrn Pohl. Dass wir uns heute treffen. In diesem Sinne viel Spaß und einen coolen Tag. Ja, dann
verhandeln wir nochmal nach am Ende, schauen wir mal. Streit soll ja hier in diesen Räumlichkeiten durchaus ab und zu mal vorkommen. Jetzt begrüßt uns, kann vielleicht der folgende Redner was zu sagen, jemanden, den ich eigentlich hier nicht vorstellen muss in diesen Räumlichkeiten, Volker Kauder, Fraktionschef der Union und auch jemand, das kann ich sagen, aus meinem letzten Interview, was ich mit ihm geführt hatte, das war noch zur Wahlkampfzeit, jemand, der sich durchaus auch um die Wirtschaft kümmert, der ein Wirtschaftsverständnis hat und auch seine speziellen Vorstellungen hat, was es braucht in diesen doch recht turbulenten Zeiten. Von Carsten Linnemann waren ja die Probleme benannt, eingeklemmt zwischen China und den USA, die auf einem merkwürdigen Weg sind, wo da der deutsche Weg durchführen soll. Und in diese Gedanken lässt er uns jetzt zur Einführung teilhaben. Volker Kauder. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Carsten Linnemann, zunächst herzlichen Dank dir, dass du diesen Kongress vorbereitet hast. Wir setzen diesen Kongress als einen weiteren Eckstein in den Veranstaltungen, die wir schon in der letzten Legislaturperiode hatten, Wirtschaftsgespräche, wo wir uns mit den Fragen der Wirtschaft auseinandersetzen. Und wir haben uns schon in der vergangenen Legislaturperiode, aber jetzt auch zum Start in dieser Legislaturperiode für die deutsche Wirtschaft einiges vorgenommen, was deren Freude etwas steigern soll. Dazu wäre natürlich, damit es noch größer wird, ein Koalitionspartner, der uns nicht so stark einengt, natürlich auch hilfreich. Aber es ist eine alte Erkenntnis, die die Kolleginnen und Kollegen in der Bundestagsfraktion, wenn ich sie morgens um 3 Uhr wecken würde, sofort ausrufen können: Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit und nicht mit dem, wie man es gerne hätte. Und deswegen müssen wir in den Rahmenbedingungen, die wir in der Politik haben, natürlich versuchen, das noch umzusetzen und das voranzubringen, was uns möglich ist und was der Wirtschaft hilft. Und ich bin dankbar dafür, dass die Wirtschaft ihre Anliegen formuliert, aber auch darum weiß, dass die in der Politik man auf 50 plus 1 zählen muss, während man in der Führung seines eigenen Familienunternehmens in der Regel sich nur mit den Familienmitgliedern auseinandersetzen muss, was manchmal auch nicht leichter ist, als in der Politik zu Entscheidungen zu kommen, wie wir bei dem grandiosen, einmaligen Schauspiel von Aldi auch erkennen können. Also es gibt auch da eine ganze Reihe von Herausforderungen in den Betrieben. Aber es bleibt dabei: Die Freiburger Schule, auf die wir als Freiburger, als Absolventen der Freiburger Universität besonders stolz sind, die Freiburger Schule hat natürlich in die Wirtschaftswelt im Nachkriegsdeutschland einen unglaublichen Impuls gegeben. Und es ist auch die Erfindung der ordoliberalen Freiburger Schule, die soziale Marktwirtschaft mit dem großen S geschrieben. Soziale Marktwirtschaft als Markenzeichen. Und es war auch diese ordoliberale Schule, die gesagt hat, die reine Marktwirtschaft wird uns nicht zu dem Erfolg führen, den wir brauchen, weil wir müssen die Kleinen vor den Großen schützen. Und so kam das Kartellrecht auf den Plan, das dafür sorgt, dass eben nicht diejenigen, die durch eine besondere Machtkonstellation in Kapital oder auch am Markt diejenigen verdrängen können, die es da ein bisschen schwerer haben. Und dass die soziale Marktwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, das Kartellrecht, das war der Wachstumsweg für unsere kleinen mittelständischen Unternehmen und auch für unsere Familienbetriebe, die das absolute Rückgrat unserer deutschen Wirtschaft sind. Wenn wir uns die Beschäftigtenzahlen anschauen, über 40 Millionen Menschen in Arbeit, und uns anschauen, wo die Menschen beschäftigt sind,
dann können wir jetzt mal drüber diskutieren, sind es 1,5, 1,8, aber unter 2 Millionen in den 30 großen DAX-Betrieben und 37, 38 Millionen in Handwerk, Mittelstand in unseren Familienbetrieben. Dann weiß man schon, wo die Wirtschaftskraft sitzt. Allerdings wissen unsere kleinen mittelständischen Unternehmen auch, in meinem Wahlkreis beispielsweise, wo fast keiner, bis auf die Medizintechnik, das sind die Glücklichen unter allen, die brauchen wir immer in Friedenszeiten, Kriegszeiten, das ist immer Medizintechnik, brauchst du immer. Aber diejenigen, die Zulieferer sind, und das sind bei mir 80%, die fertigen kein Endprodukt, die wissen, dass sie die Großen brauchen, die Boschs und die Daimlers und wie sie alle heißen, ZF. Und deswegen gehört nach unserer Auffassung der Union natürlich zur sozialen Marktwirtschaft die Großen und die Kleinen. Alle gehören zusammen und beide sind auch aufeinander angewiesen. Und für sie die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, ist ein ganz entscheidender Punkt. Und zu den Rahmenbedingungen, wir hatten gerade, Carsten Linnemann und ich, ein Gespräch mit den Familienunternehmern. Zu diesen Rahmenbedingungen will ich nachher gleich was sagen. Aber dazu gehört auch etwas, was wir in unserem täglichen Leben kennen. Und was wir im täglichen Leben kennen, das können wir auch zu einem beachtlichen Teil auf die Wirtschaftswelt anwenden, weil das sind auch Menschen, die da agieren. Und das sind Emotionen und Stimmungen, auch von Bedeutung. Es gehört nämlich auch dazu, dass ein Unternehmer, der sich mit seiner Firma abmüht, manchmal auch schwer tut, der im harten Wettbewerb steht, dass der dann am Ende des Tages sagt, und dann habe ich auch noch diesen ganzen Quatsch der Bürokratie, das Ausfüllen von Papieren zu tun, und dann am Schluss, am Ende dieses Tages, ärgert er sich mehr über das, was ihm Politik an so unmöglichen Belastungen auferlegt hat, als über das, was ihm den ganzen Tag in seiner Firma eigentlich hätte noch viel mehr aufregen müssen. Und das heißt, diese Stimmung, da wird mir etwas zugemutet, was mich am Arbeiten hindert. Was denken denn die sich da oben? Und das ist ein ganz entscheidender und wichtiger Punkt. Ich sage allerdings schon seit langer Zeit nicht mehr, dass wir entbürokratisieren müssen, weil es bisher so richtig nicht gelungen ist. Wir haben entbürokratisiert, wir haben eine entsprechende Kommission und wir haben dort auch schon erkennen können, wir haben eine Vorschrift, dass in den Gesetzen, die die Bundesregierung macht, hineingeschrieben wird, wie sich die Bürokratie dazu entwickelt, und dann muss eben an einer anderen Stelle Bürokratie reduziert werden. Aber das begrenzt sich vor allem auf Informationspflichten, Berichtspflichten, aber es sind eine ganze Reihe von Dingen, die die Wirtschaft natürlich belastet. Ein Sicherheitsbeauftragter dort, ein Umweltbeauftragter dort und dies und jenes. Verschiedene Grenzen für Betriebsrat dort und für dies und jenes wieder andere Grenzen. Das macht eine große Firma, die hat dafür einen kleinen Stab, der das macht. Aber der kleine Mittelständler muss es entweder selber machen oder er hat eine zusätzliche Kraft einzustellen, wo er denkt, die könnte ich an anderer Stelle auch wichtiger brauchen. Und deswegen ist immer da zu überlegen, wenn so etwas aufkommt, ist das Regelungsanliegen, ist der Wunsch, eine Regelung zu finden, auf dem Hintergrund, was es an Belastungen für die mittelständische Wirtschaft bedeutet, tatsächlich notwendig, und überwiegt das Regelungsanliegen tatsächlich diesen anderen Punkt. Und diese Überlegungen müssen nach meiner Auffassung noch stärker in den Vordergrund gerückt werden. Und das unserem Koalitionspartner beizubringen, ist eine der Aufgaben neben allem anderen, was wir auch haben. Und da ist es natürlich schon auch notwendig, niemand kämpft allein, wenn er erfolgreich sein will, dass die mittelständischen Unternehmen, die Wirtschaft uns auch hilft. Also nach dem Motto, wir besuchen jetzt die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Dort lassen wir unseren ganzen Frust ab. Das ist in Ordnung. Aber das reicht nicht.
sondern wenn man dann zur SPD-Bundestagsfraktion geht, erwarte ich, dass dort das Ablassen von Frust noch größer ist als bei uns. Nicht nach dem Motto, jetzt haben wir schon bei der CDU-CSU-Bundestagsfraktion alles gesagt, jetzt gehen wir mit den anderen höflicher um. Also da finde ich, muss schon auch deutlich werden, dass im Wirtschaftsleben nicht nur Gewerkschaften, sondern auch die Wirtschaft selber eine große Bedeutung hat. Und da bitte ich um Ihre Unterstützung. Wir haben gerade heute Morgen im Kabinett, es kommt jetzt noch auf den Weg zu uns in den Deutschen Bundestag, das Gesetz, das jeder kennt, Teilzeit, Vollzeit, gemacht. Dem Carsten Linnemann und mir wäre das nicht eingefallen, um das klar zu sagen. Das ist aber keine hinreichende Entschuldigung, sondern man muss sagen, es war ein Anliegen auch unserer Frauen. Nicht nur im Lager der Opposition, sondern auch bei uns. Weil sie gesagt haben, und da muss die Wirtschaft sich dann manchmal schon auch die Frage stellen, hätte man das nicht früher regeln müssen, innovativ? Wir kommen in eine Teilzeitfalle und wir tun uns dann schwer, wenn wir Familie, es geht ja auch nicht darum, dass jeder sagen kann, ich will Teilzeit, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen, wo es um ein gesellschaftliches Anliegen geht, Betreuung und Pflege von Verwandten, Kinder, dass man da Teilzeit machen kann und dann nachher wieder in die Vollzeit hineingehen kann. Es ist schon eine Frage, ob wir es uns leisten können, von Frauen zu erwarten, dass sie Kinder auf die Welt bringen und ihnen dann nicht helfen, dass sie den Wiedereinstieg auch in eine berufliche Weiterentwicklung haben können. Und deswegen haben wir mit diesem Gesetz, und heute Morgen ist dann auch so gekommen, auch eine ganze Reihe von, um das Anliegen zwar ernst zu nehmen, aber um das, was nicht notwendig ist, beispielsweise Weißlastumkehr und solche Spielchen, jetzt auch korrigieren können. Wenn Sie dann, wenn das Gesetz zur Anwendung kommt und Sie sich ärgern, dann sollten Sie zumindest sagen, die haben wenigstens einen Teil weggebracht, sonst wäre mein Ärger noch größer. Also wir bemühen uns schon darum, dann, wenn es konkret um das geht, was halt in einer Koalition auch vereinbart worden ist, die Interessen der Wirtschaft zu sehen. Aber neben all diesen Fragen, die uns natürlich beschäftigen müssen, beschäftigt uns in der Wirtschaftspolitik und die Wirtschaft auch die großen Herausforderungen. Wie geht es weiter mit der Digitalisierung? Und viele Menschen glauben ja, die Digitalisierung sei etwas, was irgendwo da in der Wirtschaft stattfindet. Die Digitalisierung wird unser ganzes Leben verändern. Und zwar in einer Geschwindigkeit, wie es viele heute noch nicht glauben. Die erste Veränderung, die die Digitalisierung bringt, ist jetzt leider Gottes eine große Herausforderung, die Datenschutzgrundverordnung, die gar nicht bei uns im Bundestag, sondern im Europäischen Parlament beschlossen worden ist, die einen von einem richtigen Ansatz der Wirtschaft ausging. Wir wollen, dass diese ganze Frage Umgang mit Daten nicht national geregelt wird, sondern in ganz Europa einheitlich, dass wir nicht für jedes Land einen Datenschutzbeauftragten brauchen, der uns sagt, wie es geht. Dass da jetzt an ein paar Stellen übertrieben worden ist, ist überhaupt keine Frage. Und vor allem, dass wir in Deutschland einmalig eine Abmahngruppe haben, wo Anwaltskanzleien zu einem Geschäftsmodell kommen können, indem sie andere verklagen und dann auch noch hohe Strafen da kommen. Und da kann ich nur sagen, wir haben erreichen können mit unserem Koalitionspartner, mit der SPD, dass in dieser Woche im Deutschen Bundestag beschlossen wird, wir wollen in einem Änderungsgesetz zur Datenschutzgrundverordnung genau diese Punkte entschärfen. Und ich glaube, dass dies etwas ist, wo wir zeigen können, wir reagieren auf Herausforderungen. Vielleicht hat segensreich gewirkt, dass zum ersten Mal von so einem Gesetz auch alle Abgeordneten betroffen waren. Da war die Betroffenheit groß, was da alles auf so einen kleinen Betrieb wie ein Abgeordnetenbüro zukommen kann.
Aber es ist notwendig, dass wir den Umgang mit unseren Daten auch regeln, was da alles gesammelt wird und dass der Einzelne auch weiß, was wird über mich gesammelt. Und es hat auch etwas natürlich zu tun mit Facebook und Amazon und vielen anderen. Ich bin schon längst von Amazon weg, weil es mich jedes Mal geärgert hat, wenn ich dort ein Buch aufgerufen habe und dann bestellt habe, mir gesagt worden ist, und alle die, die dieses Buch schon gekauft haben, haben auch noch folgende Bücher angeschaut und verkauft und gekauft. Und wenn ich irgendwo im Internet unterwegs war, haben sie mich verfolgt und haben mir eine Anzeige hinterher geschickt. Und dann habe ich gedacht, Freiheit vor Belästigung durch die Wirtschaft habe ich auch noch. Und deswegen habe ich mich bei denen abgemeldet. Jetzt kriege ich auch keine Anzeigen mehr, jetzt ist alles Ruhe. Aber ich kann nur sagen, die allermeisten Menschen machen es nicht und verfolgen das. Und deswegen müssen wir natürlich auch überlegen, welche Regulierungen müssen wir bei einem solchen großen Anbieter machen, damit er nicht unsere ganzen kleinen mittelständischen Händler und Anbieter da zu stark bedrängt und bedroht. Und deswegen ist das zum Beispiel ein Grund, wo ich sage, da überwiegt Regelungsinteresse auch im Interesse von Wirtschaft. Die Digitalisierung also eine große Herausforderung, sie bringt aber natürlich auch vieles Gute. Und wir werden uns auch darauf einstellen müssen, dass im Wege der Digitalisierung Roboter stärker in unser Leben eintreten. Gerade im Bereich von Pflege schütten die Leute den Kopf. Ich war in meiner Studentenzeit an Sonntagen im Pflegebereich tätig, habe mich dort umgeschaut. Und da muss ich sagen, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die kann man natürlich durch Digitalisierung und Roboter machen. Dass einem jemand ins Bad trägt beispielsweise. Es müssen nicht bei den schwergewichtigen Kerlen drei Leute sein, die den ins Bad tragen. Es kann auch ein Roboter sein. Und da müssen wir eben auf diese Punkte auch entsprechend einwirken und werben und den Menschen die Angst vor der Digitalisierung nehmen. Ich freue mich, dass Peter Altmaier gekommen ist. Ich bin gleich so weit, Peter, dass du kommen kannst. Der Peter Altmaier passt mir jetzt gerade sehr, nicht nur jetzt, aber besonders, weil der mal in meinem Wahlkreis den Menschen gesagt hat, so sehr er für die Digitalisierung eintritt, hätte er natürlich etwas dagegen, wenn seine Waage mit seinem Kühlschrank spricht. Und das haben die Menschen sehr verstanden, dass es also bei aller Digitalisierung auch andere Herausforderungen gibt. Ein Thema, das ich noch ansprechen will, das auch hier deutlich geworden ist, ist die Innovation. Wir haben mit unserem Handelspartner China ja durchaus Probleme, manchmal erhebliche Probleme, klarzumachen, dass eine bestimmte Zeit lang unsere Erfindung geschützt ist und dass die nicht einfach nachgemacht werden kann. Leider Gottes sind wir nicht sehr erfolgreich beim Durchsetzen dieses Anliegens. Den Chinesen fällt immer was ein, aber eins ist völlig klar. Wir können sie dann schlagen, wenn wir schneller in der Innovation sind als sie. Das ist der einzige Weg. Und wenn wir bessere Produktionswege finden, als sie sie selber machen können. Das wird immer schwerer. Aber es ist die einzige Chance, dass wir in der Innovation schneller werden. Meine chinesischen Ansprechpartner sagen mir, dort wo sie einen Diplom-Ingenieur hinsetzen, setzen wir mindestens 5.000 hin und werden deswegen natürlich immer schneller. Das Einzige, was sie sagen, wo sie nicht so gut sind wie wir in Deutschland, ist in der Innovation. Und das kann man nicht, indem man Leute nur darauf trainiert, jeden Tag A plus B gleich C zu sagen, sondern wenn man die Kreativität fördert. Und deswegen gehört für die Innovation in unserem Land dazu, die Kreativität zu fördern. Und das findet natürlich in unseren Schulen, an unseren Hochschulen statt. Und da haben wir noch einiges vor uns. Und auch in der Wirtschaft mit der Weiterbildung. Und deswegen haben wir gesagt, im Zusammenhang mit der Digitalisierung nehmen wir Geld in die Hand und unterstützen auch die Wirtschaft,
bei der Weiterbildung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das ist ein legitimes Thema, wie wir aus der Arbeitslosenversicherung Geld in die Hand nehmen können, um unserer Wirtschaft zu helfen. Aber in der Schule muss auch noch eines getan werden. Wir sind in der Digitalisierung unserer Bildungspolitik im weltweiten Vergleich nicht einmal im Mittelfeld. Und deswegen muss es da schneller gehen. Also eine große Reihe von Aufgaben. Und das will ich jetzt auch sagen, es ist nicht ganz unumstritten und trotzdem halte ich es für richtig und wir machen es auch. Um die Innovation voranzutreiben, haben wir uns entschlossen, eine steuerliche Forschungsförderung jetzt auf den Weg zu bringen. Das wird nicht alle Probleme lösen, aber es trägt schon auch dazu bei, dass so ein Satz, wie er vorhin dem Gespräch mit den Familienunternehmern gefallen ist, wir kriegen in anderen Ländern eine Forschungsförderung, eine steuerliche, die wesentlich besser ist als Deutschland und deswegen schauen wir da natürlich in andere Richtungen. Und das wollen wir verändern und deswegen wird die steuerliche Forschungsförderung kommen. Die wird jetzt auf den Weg gebracht und sie wird auf jeden Fall die Stimmung in der forschenden Wirtschaft etwas heben und das gehört auch dazu. Ich sage allen, die in der Wirtschaft aktiv sind, einen herzlichen Dank. Deutschland steht gut da und das ist das Ergebnis vor allem der deutschen Wirtschaft, vor allem des deutschen Mittelstands und der deutschen Familienunternehmen. Herzlichen Dank. Wir wollen auch in einer großen Koalition alles tun, um Ihren Anliegen gerecht zu werden. Nicht alles wird gelingen, aber nicht alles wird auch fehlgehen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Volker Kauder. Zum Frustablassen haben wir dann vielleicht auf dem übernächsten Panel noch Zeit. Jetzt erstmal herzlich willkommen, Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Ich kann noch zwei kurze Informationen muss ich nachreichen. Also erstens, ich bin nicht Martin Greive, sondern Jan Hildebrand. Das haben Sie gesehen. Gut. Das Zweite, Sie haben es nicht ganz so leicht wie Herr Kauder, denn Sie können keinen Vortrag halten, sondern wir sollen diskutieren. Und ich bin angehalten, das Ganze auch noch möglichst konfrontativ zu machen. Von daher bitte ich Sie jetzt aufs Podium und wir setzen uns dann am besten auch gleich so gegenüber, dass es nicht so kuschelig wird. Nee, ich möchte konfrontativ mit dem Publikum die Diskussion führen. Hallo Herr Fiss. Hallo Frau Neumann. So, ich habe zur Vorbereitung noch mal geschaut, was Sie in Ihrer Antrittsrede gesagt haben, der ersten Regierungserklärung, seitdem Sie Wirtschaftsminister sind. Da haben Sie ganze viermal Ludwig Erhard hervorgehoben, den Vater der sozialen Marktwirtschaft, über die wir ja heute reden. Nun waren die Zeiten natürlich damals andere als heute. Wir haben ja gerade schon von Herrn Kauder gehört, die Digitalisierung setzt auch die soziale Marktwirtschaft als Wirtschaftsmodell unter Druck. Wir haben es zu tun mit monopolartigen US-Konzernen, die tief in unser Leben eingreifen. Kann die soziale Marktwirtschaft als Ordnungsrahmen letztlich dieser Digitalisierung zum Opfer fallen? Na, das hängt natürlich von uns ab, ob wir das zulassen. Ob wir zusehen, wie sie weniger wichtig und weniger funktionsfähig wird oder ob wir etwas tun, damit sie überlebt. Ich glaube, die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft muss in jeder Generation einmal neu erkämpft werden. Und das hängt damit zusammen, dass wir innerhalb einer Generation vergessen, worin sie eigentlich besteht. Und auch vergessen, dass wir dieser sozialen Marktwirtschaft ein einzigartiges Zusammenspiel von Wachstum und Wohlstand für breite Schichten verdanken, nicht nur für eine wenige, sondern für breite Schichten. So. Und warum ist die Marktwirtschaft so überlegen? Weil der Teil der Markt ist, das Risiko von Fehlentscheidungen auf 80 Millionen Verbraucherinnen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Unternehmer verteilt. Also wenn ein Unternehmer einen Müsli-Riegel produziert, der nicht schmeckt, dann ist er innerhalb kürzester Zeit vom Markt verschwunden und andere übernehmen die Klientel.
wenn ein Politiker wie Günther Mittag im ZK der SED für die zentrale Planung zuständig ist und er macht so eine Müsli-Regel, dann müssen das eben 15 Millionen DDR-Bürger essen, und ob sie wollen oder nicht. Und am Ende haben alle den Schaden. So, und deshalb ist diese Frage, kann dieses System wirken? Ja, dass der Markt entscheidet, was gut und was schlecht ist. Weil der Markt ist besser weiß als jeder Politiker, als jeder Wirtschaftsführer, als jeder CEO, ist von ganz entscheidender Bedeutung. Der zweite Punkt ist, wir müssen bereit sein, in einer Marktwirtschaft auch zuzulassen, dass der Staat sich raushält. Wir Politiker, die wir hier sitzen, ich sehe ja einige, die sind ja alle gefordert, sobald irgendwo im Wahlkreis ein Unternehmen eine Filiale schließen möchte, sobald irgendwo ein Unternehmer Arbeitsplätze verlagern möchte, das geht dann gar nicht. Wie soll denn das Spiel des Marktes wirken und dass der Unternehmer überlegt, wie kriege ich die optimale Ressourcenallokation hin und wie kann ich mein Geschäft am besten machen und am profitabelsten? Wie soll das wirken, wenn wir ihm dauernd sagen, aber bitte nicht so und bitte nicht so? Das geht durch Regulatorik, durch einschreitende Bestimmungen. Das heißt, man muss sich raushalten. Also ich habe ein Beispiel dafür. Ich war noch Kanzleramtsminister und da hat mich ein CEO eines großen deutschen Unternehmens im Pharma-Chemie-Bereich angerufen und gesagt, wir haben vor, ein Unternehmen in den USA zu übernehmen. Wollten fragen, ob sie was dagegen haben. Habe ich gesagt, na ja, habe ich gesagt, ihr werdet euch das schon überlegt haben. Was kostet das denn? Sagt er, ja, so und so viel. Habe ich gesagt, oh, ist das nicht ein bisschen viel? Und dann sagt er, nö, da können wir stemmen. Habe ich gesagt, okay, dann wird es ja richtig sein. Wie soll ich das wissen als Kanzleramtsminister mit 10 Beamten, die sich darum kümmern können, was er mit seinen Leuten über viele Wochen und Monate geplant hat? Das heißt, ich muss die Eingriffe des Staates auf die Bereiche begrenzen, wo der Markt es nicht löst oder jedenfalls nicht im nationalen europäischen Interesse löst. Und da ist das beste Beispiel Franz Josef Strauß, der von der Marktwirtschaft überzeugt war. Der hat die Frage gestellt, was ist die größte Veränderung in meinem Leben in der Wirtschaft? Antwort von Ökonomen, die exponentielle Zunahme der zivilen Luftfahrt. Es werden Leute in die Luft gehen in millionenfacher Zahl, 100.000 Mal mehr als bisher werden sich das Fliegen leisten können. Und dann sagte Strauß, wenn das so stimmt, dann braucht Europa ein Flugzeug und Bayern einen Flughafen. Er hat beides hinbekommen. Der Flughafen in Bayern sogar pünktlich zur Eröffnung. Ich meine, der BER wird auch noch eröffnet werden. Das erleben wir alle, zumindest die Kinder und Enkelkinder. Aber der entscheidende Punkt war, dass die Marktwirtschaft dazu geführt hätte, dass McDonnell Douglas und Boeing in den USA die komplette weltweite Flugzeugproduktion übernommen hätten, weil kein mittelständischer Flugzeugbauer in Europa imstande gewesen wäre, solche Flugzeuge zu bauen und Konkurrenz zu machen. Also hat der Staat mit einer klaren Vorstellung, dass man einen solchen Eingriff nur punktuell und nur begrenzt fahren darf, gesagt, okay, wir bringen das zustande. Und das hat dazu geführt, dass heute McDonnell Douglas und Boeing fusioniert haben und Airbus die Hälfte des Marktes beherrscht. Und ein Beispiel aus neuester Zeit. Ich weiß, die Energiewende hat viele Freunde und genauso viele Gegner. Die einen sagen, alles Planwirtschaft und die anderen sagen, ist für den Klimaschutz richtig. Und beide hatten vor 5 Jahren recht, als ich Umweltminister wurde. Und da habe ich mich getraut, was noch nie ein Umweltminister sich getraut hat, zu sagen, es muss diese Energiewende marktwirtschaftlich organisiert werden. Sie muss ein Business Case werden. Sie muss dazu führen, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Landes gewahrt bleibt. Und dann haben wir gesagt, keine festen Einspeisevergütungen mehr, sondern Auktionen, Versteigerungen der Ausbauberechtigungen mit dem Ergebnis, dass die Preise innerhalb von 4 Jahren um das Dreifache gesunken sind. Und wir heute einen wesentlich günstigeren Aufbau haben. Das war eine ordnungspolitische Entscheidung par excellence. Die habe ich nicht alleine getroffen, die hat die Regierung getroffen. Aber allein das zeigt, dass es eine richtige Entscheidung war, mich zum Wirtschaftsminister zu berufen. Als Ergebnis sehen wir jetzt allerdings auch kürzlich gerade gemeldet, dass die Strompreise in Deutschland nun an der Spitze liegen, also erstmals vor Dänemark. Parallel sagen Sie ja, man will sich als Staat oder sollte sich möglichst raushalten. Haben wir jetzt auch von Ihnen ja eingesetzt eine Kohlekommission, die staatlich organisiert den Ausstieg regeln soll aus der Kohleverstromung, was die Wirtschaft natürlich vor weiteren steigenden Strompreisen die Angstperlen auf die Stirn treibt. Ja, also wir haben eine Klimapolitik
Und diese Klimapolitik, die wir vor Jahr und Tag parteiübergreifend und fraktionsübergreifend formuliert haben, führt dazu, dass wir uns vorgenommen haben, bis zum Jahre 2050 den Ausstoß von CO2 um 80-90% zu reduzieren. Übrigens, nicht, dass alle meinen, sie müssen jetzt anfangen, ganz flach zu atmen. Das ist nicht der Punkt. Es geht darum, dass wir den Ausstieg von fossilem CO2 begrenzen, dass wir aus dem Boden nehmen und in die Luft pusten. So. Und das geht mit den Mitteln des Marktes überhaupt gar nicht. Warum? Weil die Braunkohlekraftwerke diejenigen Energieträger sind, die den Strom am günstigsten produzieren. Und das macht auch den Strukturwandel so schwierig. Weil die Leute in der Lausitz beispielsweise sagen, warum macht ihr unser Kernkraftwerk dicht? Wir verlangen keine Subventionen wie die Steinkohlebergwerke im Westen, die über 40 Jahre runtergefahren wurden. Wir machen satte Gewinne und außerdem gibt es bei uns nichts, außer dieses Kraftwerk in Jenschwalde oder anderswo von der Mibra getragen. Und deshalb müssen wir einen Dialog darüber führen, wie wir diesen Strukturwandel bewältigen. Da gibt es für mich drei Dinge. Erstens Planungssicherheit für alle Beteiligten. Es ist wichtig, dass man weiß, dass es auch im Jahre 2030 immer noch eine erhebliche Zahl von Kohlekraftwerken und Braunkohlekraftwerken in Deutschland geben wird. Ihr Anteil wird aber sinken und er wird zurückgehen. Und dann ist die Frage, wie kann man das so organisieren, dass es einerseits den Zwecken der Energiewende dient, das heißt der Strom dort ankommt, wo er gebraucht wird, und zweitens aber auch, so organisieren, dass die Menschen mitgenommen werden und das heißt, wir brauchen neue Arbeitsplätze. Und dann gibt es wiederum Dinge, die der Staat alleine, die die Wirtschaft alleine nicht lösen kann. In Bayern gab es großen Wohlstand und trotzdem im Bayerischen Wald lange Jahrzehnte großes Elend. Bis die Bayerische Landesregierung eingegriffen hat und gesagt hat, wir verlagern jetzt Geschäftsbereichsbehörden, Fachhochschulen, öffentliche Einrichtungen in die Fläche, in den Bayerischen Wald. Und dann haben sich dort Kerne gebildet, um die herum sich private Unternehmen angesiedelt haben. Und plötzlich ist der Wohlstandstransfer aus der ländlichen Fläche in den Verdichtungsraum umgekehrt worden. Und heute habt ihr im Bayerischen Wald eine Arbeitslosigkeit im Winter, die ist nicht 30%, sondern liegt etwa 2-3% über der im Land insgesamt. So, und wir haben in den neuen Bundesländern florierende, blühende Landschaften in Dresden, in Leipzig und anderswo. Aber wir haben auch in der Gegend um Cottbus und Weißwasser, Regionen, die sind abgehängt, da geht kein Aas hin und die werden das aus eigener Kraft nicht schaffen. Und deshalb haben wir diese zwei Kommissionen, die Strukturwandelkommission und die Kommission von Horst Seehofer, die sich mit der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse beschäftigt, wo wir über entscheiden müssen, wie wir dazu beitragen können, dass Arbeit in der Fläche geschaffen wird. Das ist auch eine sozialpolitische Herausforderung. Wenn wir überlegen, dass wir zum Beispiel in den nächsten Jahren die Zahl der Arbeitsplätze mit ein bisschen Klugheit nochmal um 2-3 Millionen steigern können in Deutschland, so viele wie nie zuvor, dann wird es sozialpolitisch für uns ein Problem, wenn alle diese Arbeitsplätze im städtischen Verdichtungsraum entstehen, wo sie heute schon sind, dann werden die Mieten endgültig unbezahlbar, dann wird es einen Arbeitskräftemangel geben und es ziehen noch mehr Leute aus der Fläche in die Stadt. Das ist nicht unser Land, wie wir unser Land kennen. Unser Land hat eine gleichmäßige Verteilung von Wertschöpfung. Das ist doch gerade das Erfolgsmodell und deshalb müssen wir verhindern, dass diese Regionen völlig ausbluten und müssen ihnen eine neue Entwicklungschance geben, aber nicht mit Subventionen auf Dauer, sondern so, dass die Marktwirtschaft dann in diesen Regionen in 5 oder in 10 Jahren funktionieren kann. Das war jetzt eine lange Frage. Antwort auf die Frage, ob der Strompreis für die Unternehmen weiter steigen wird, wenn Sie da noch kurz mit Ja oder Nein antworten könnten. Und dann Das entscheidet nicht der Bundeswirtschaftsminister. Was das Beispiel Dänemark angeht, da muss man natürlich sagen, das hat sich in den letzten Jahren nie viel gegeben und genommen. Der Abstand war nicht so groß und insofern kann das saisonale Gründe haben, warum mal der eine und der andere vorne liegt. Aber ich habe als Umweltminister immer gesagt, und zwar als erster Umweltminister und als einziger bisher, der Strom muss bezahlbar bleiben. So, was wir geschafft haben, ist, wir haben für sämtliche energieintensiven Branchen die EEG-Umlage auf Null gesetzt. Das gab es vorher nicht. Und das bedeutet, dass Stahl und Kupfer und Aluminium und vieles andere mehr in Deutschland weiter produziert werden kann. Der zweite Punkt ist, wir haben dafür gesorgt, dass die Ausbaukosten der erneuerbaren Energien durch das Auktionsmodell für die neuen Anlagen drastisch reduziert wird. Schleppen aber die alten Anlagen, die gebaut worden sind, noch 20 Jahre mit uns rum. Und ich habe eine Entscheidung treffen müssen
Die fand ich katastrophal, aber das war nun mal so. Das war 2013 in den Koalitionsverhandlungen, haben alle Ministerpräsidenten der nördlichen Länder gesagt, wir müssen für den Offshore-Windenergieausbau das Stauchungsmodell fortsetzen, noch für die nächsten paar hundert Megawatt oder paar tausend Megawatt. Und dann haben wir gesagt, okay, 16 Watt die Kilowattstunde. Und heute versteigern wir diese Parks für 0 Cent Einspeisevergütung. Das heißt, wir haben Milliarden von Kosten verursacht, die wir nicht hätten verursachen müssen. Aber dann stehen sie da und müssen verantworten, wenn die Koalitionsverhandlungen platzen. Das wollte ich ja nicht, zumal ich ja in der Regierung bleiben wollte. Dann ist, aber das war jetzt nicht der Grund für die Zustimmung in dem Punkt, sondern dass es eine Einigkeit gab, dass wir an der Stelle keine Baustelle öffnen wollten. So, und dann ist der dritte Punkt mit dem Strompreis. Ob wir auch im übrigen Netzausbau so organisieren können, dass der Strom fließt. Wir haben ja heute die wahnsinnige Situation, dass wir billigen erneuerbaren Strom aus dem Norden verkaufen in den Süden. Dann ist die Leitung nicht da, um zu transportieren, weil die Leitung voll ist. Dann wird der Strom abgeregelt, aber trotzdem vergütet. Und dann kaufen wir in den Nachbarländern Strom ein, das nennt man Redispatch. Und wenn das Strom aus Kohlekraftwerken ist, dann bedeutet das, dass wir kein einziges Gramm CO2 sparen, dass wir die Erneuerbaren trotzdem vergüten und dass wir insgesamt die Netzentgelte nach oben schießen lassen über die Redispatch-Kosten. Das habe ich gesagt. Ich muss als Wirtschaftsminister mich darum kümmern, dass wir die Probleme beim Netzausbau bewältigen. Und dazu brauchen wir ein Netzausbaubeschleunigungsgesetz. Aber da müssen wir auch dafür sorgen, dass ein Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums in Zukunft bei jedem Staatskanzleichef auf dem Schoß sitzt und bei jedem Wirtschaftsminister und bei jedem Bürgermeister und dafür sorgt, dass der Ausbau der Schlüsselprojekte, die von Nord nach Süd den Strom transportieren, so vorangeht, dass der Strom dort ankommt, wo er gebraucht wird. Und dann kriegen wir die Preise in den Griff. Und eines meiner beliebtesten Beispiele im Wahlkampf 2013 war, dass ich gesagt habe, ich hatte zwei beliebte Beispiele. Das erste war, ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass am Ende die alte Oma in Recklinghausen, die von einer niedrigen Rente lebt und morgens einen Fernseher anstellt, wenn sie um 6 Uhr aufsteht und den ganzen Tag laufen hat, nachmittags beim Sturm der Liebe abschalten muss, bevor der erste Kuss fällt, weil sie ihre Stromrechnung überschritten hat. So, und das Zweite war, dass ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass die Grünen jedes Windrad mit Blumengirlanden begrüßen und sich in die Büsche schlagen, wenn es um den Leitungsausbau geht. Und dann kam ich im Wahlkampf nach Franken, nach Bayern und habe den gleichen Joke gemacht und niemand hat geklatscht und niemand hat gelacht und dann habe ich festgestellt, da sollte jetzt eine Trasse durch Franken gehen, dort wo ich war und dann waren plötzlich nicht nur die Grünen dagegen, sondern alle anderen auch und deshalb müssen wir dieses Thema Leitungsbau befrieden. Bevor wir noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen Grünen und CSU entdecken, verlassen wir mal die Energiepolitik, weil wir auch nicht so viel Zeit haben. Ich würde noch mal gerne zum Thema Digitalisierung zurückkommen. Sie hatten ja auch das Beispiel mit Airbus gebracht. Da haben europäische Regierungen zusammen einen Kraftakt gewagt, haben gesagt, das müssen wir auch in Europa können. Warum gelingt es in Europa nicht, etwas Vergleichbares zu schaffen wie ein Google, wie ein Amazon, wie ein Facebook? Warum sind wir bei diesen großen digitalen Konzernen so hinterher? Ja, geben Sie uns doch mal die Chance. Bisher war es doch so, dass niemand wirklich erkannt hat, dass der Ausbau der künstlichen Intelligenz ein Gamechanger ist. Das ist genauso wie das war, als die Fernseher in den 60er Jahren alles noch Röhrengeräte waren, nicht nur der Bildschirm, sondern das komplette Teil. Und dann kamen die Transistorfernseher aus Japan und aus Südkorea und plötzlich hat keiner mehr ein Röhrengerät gekauft und Grundig und alle anderen waren tot. So, und so ist das auch, es ist ein Riesenunterschied, ob Sie ein selbstfahrendes Auto programmieren, wie bisher nach der klassischen Methode, oder ob dieses Auto selber lernen kann und von Hunderttausenden anderen Autos lernen kann und sich damit dauernd optimiert. Wenn ein solches System verfügbar ist, dann wird niemand mehr die alten Systeme kaufen. Also müssen sie aus Deutschland kommen. Und jetzt sage ich Ihnen, das wird eine staatliche Behörde nicht leisten können, dass wir die PS auf die Straße kriegen. Aber die einzelnen Automobilhersteller werden das auch nicht leisten können, weil das sind keine Spezialisten in Sachen künstlicher Intelligenz. Und die Frage ist, ob wir einen Konsens hinbekommen, dass aus der Wirtschaft heraus ein Player entsteht, wo wir die Kompetenz bündeln, die im Forschungsbereich vorhanden ist, um ein solches System zu entwickeln und dann in Deutschland zu vermarkten. Man muss erkennen, wo der Unterschied liegt. Früher war es so,
wenn im Automobilbereich bestimmte Dinge durch disruptive Veränderungen anders und besser produziert wurden, dann waren die Lieferanten meistens nicht die alten Firmen, die gingen dann kaputt, die das nicht rechtzeitig kapiert hatten. Das ist Marktwirtschaft. Aber die neuen Firmen waren in Europa zu Hause. Die waren zu Hause entweder in Deutschland oder anderswo. Und insofern blieb die Wertschöpfung da, wo sie war. Jetzt haben wir die Situation, wenn wir bei dem Auto in der Zukunft eine Wertschöpfung haben, wo 30% zugunsten der Batterie ausgegeben wird und 30% oder 40% zugunsten der autonomen Plattform, die das autonome Fahren regelt, und diese beiden Teile dann nicht mehr in Europa produziert werden, weil die Unternehmen in den USA das Rennen machen oder in China oder in Indien, dann haben wir 60% der Wertschöpfung verloren, obwohl die Autos alle noch in Deutschland gebaut werden. So, und das ist ein Punkt, über den müssen wir diskutieren. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die Wirtschaft von sich aus dieses Problem löst. Und dann wird sie auch eine Chance haben, dass der Staat sie dabei unterstützt. Aber der Staat als solcher ist ein miserabel schlechter Unternehmer. Und deshalb werde ich auch niemals meine Hand dazu reichen, dass wir ein staatliches Unternehmen gründen, was dann glaubt, dass es mit Google und anderen konkurrieren kann. Können wir uns vor dem Hintergrund dieser Aufholjagd, die uns bevorsteht, oder wie viel mehr Regulierung können wir uns leisten, weil wir auf der anderen Seite ja berechtigte Sorgen haben? Volker Kauder fühlt sich von Amazon verfolgt, hat mir auch mal erzählt, dass es ihn beunruhigt, dass wenn er bei seinem Autohändler ist, dass der genau weiß, wann er wo langgefahren ist, wenn das ausgelesen wird. Also wie, Sie verhandeln ja gerade in Brüssel über die E-Privacy-Verordnung, wie viel Regulierung, wie weit müssen wir können wir die Unternehmen einengen, um diese Aufholjagd trotzdem zu schaffen? Also erstmal bin ich auch dagegen, dass man den Menschen so digitalisiert, dass man erkennen kann, an welchem Süßigkeitsautomaten er war und an welcher Würstchenbude er Halt gemacht hat. Da bin ich mit Volker Kauder einer Meinung. Zweitens ist es aber so, dass wir ja heute schon vielen Menschen das zumuten. Wenn jemand im Logistikbereich Pakete ausfährt, ja, der hat in seinem Auto einen Chip und der Chip gibt die Position an und der Arbeitgeber weiß ganz genau, wann das Auto wo ist. Als wir die Slowakei und andere in den Schengen-Raum aufgenommen haben, hat die Europäische Union denen ein modernes Grenzsicherungssystem spendiert und da wusste die Zentrale genau, welcher Grenzschützer in welchem Abschnitt war. Und dann kam halt eben raus, wenn einer dann den ganzen Nachmittag im Café war oder in noch schlimmeren Ortschaften oder Lokalitäten, da gab es richtige soziale Konflikte und Kämpfe, die haben die Chips zerstört, weil sie sagten, der Staat kann doch nicht überwachen wollen, wo ich meine Arbeitszeit verbringe. So, da haben wir gesagt, doch, das kann er. Und das erwarten wir auch von dem Beamten, der den Stempelautomaten drückt. So, das heißt, da müssen wir drüber diskutieren. Aber ich glaube, dass die allermeisten Informationen auch so anonymisiert werden können, dass man sie verarbeiten kann, dass man trotzdem nicht weiß, ob das Herr Hildebrandt oder Herr Kauder oder Herr Füst war oder Herr Linnemann oder sonst irgendjemand. Und diese Nutzung der Daten wird eine der wesentlichen Wertschöpfung für entwickelte Industrieländer in den nächsten 20, 30 Jahren werden. Es werden Millionen von Daten entstehen. Und aus diesen Daten kann man neue Geschäftsmodelle generieren. Und dann stehen wir zum Beispiel vor einem ganz spannenden philosophischen Problem. Die erste Reaktion war ja immer, dass die Leute gesagt haben, Siemens und andere, wir machen für unsere Maschinen eine geschlossene Plattform, andere Maschinen kommen nicht drauf, die Daten werden nicht geteilt. Inzwischen haben sie kapiert, wenn sie das machen, haben sie schon verloren. Also müssen sie offene Plattformen machen. Das setzt sich durch, ist eine Voraussetzung dafür, dass wir gewinnen können. Der zweite Punkt ist aber, es fallen so viele Daten an beim autonomen Fahren zum Beispiel, aber auch beim normalen Fahren in Zukunft. Und wem gehören diese Daten? Sollen die dem Autobesitzer gehören, der sie dann jeden Abend vernichtet und löscht? Sollen sie dem Hersteller des Autos gehören, das das Auto gebaut hat und die Daten generiert über seine Sensorik und über seine Funkverbindung? Oder sollen ein Teil dieser Daten auf einer Datenallmende allen zugänglich sein, die sich dafür interessieren? Wenn ich sage, dass jedes Start-up und jedes Unternehmen, jedes mittelständische Unternehmen diese Daten nutzen kann für seine Analyse, habe ich eine viel schnellere Innovation, weil ich eine viel größere kritische Masse habe. Und einer wird dann schon die geniale Idee haben, die uns voranbringt. Umgekehrt aber,
wenn ich dann die Situation habe, dass dann Leute zugreifen aus den USA oder aus China, Unternehmen, die wesentlich weiter sind als unsere und das dann nutzen und mit unseren Daten sozusagen ihre Geschäftsmodelle entwickeln, ist das auch eine Sache, die nicht ganz ohne ist. Also müssen wir das mit der Wirtschaft gemeinsam, mit dem Parlament so diskutieren, dass wir am Ende eine Vorstellung haben, was ist aus ordnungspolitischen Gründen richtig, was ist aus innovationspolitischen Gründen richtig und was ist im eigenen nationalen, deutschen und europäischen Interesse die richtige Entscheidung. Und da haben wir keine 5 Jahre Zeit, das müssen wir, sage ich mal, bis Frühjahr nächsten Jahres wissen, weil wir ansonsten den Anschluss an die Entwicklung verlieren. Den Anschluss könnten wir auch verlieren, weil wir einerseits die starke monopolhafte Konkurrenz aus den USA haben, andererseits, und das beschäftigt Sie auch als Wirtschaftsminister, aus China wiederum Aktivitäten sehen, wo gezielt deutsche Unternehmen, die dann in bestimmten Bereichen auch in der Digitalisierung, Automatisierung führend sind, gezielt aufgekauft werden. Müssen wir da, muss die soziale Marktwirtschaft da mehr zu einer wehrhaften Marktwirtschaft werden? In einzelnen Bereichen ja, insgesamt nicht. Ich glaube, es ist ein Kennzeichen von freien und offenen Märkten, dass ausländische Investitionen nicht nur toleriert werden, sondern sogar erwünscht werden. Wenn andere Unternehmen Geld in Deutschland investieren aus anderen Ländern, kommt uns das zugute, jedenfalls dann, wenn sie die Unternehmen erhalten und ausbauen wollen und damit Geld verdienen. Es muss allerdings so sein, und darauf werde ich mit meinen Gesprächen in China in der zweiten Jahreshälfte auch Wert legen, es muss so sein, dass es ein Level Playing Field gibt. Dass sozusagen, was die Unternehmen des einen Landes dürfen, auch die Unternehmen des anderen Landes umgekehrt dürfen. Das ist noch nicht zu 100% gewährleistet. Das fordern wir seit 10 Jahren. Also. Ja, aber man muss sich auch mal darum kümmern. Und der Erfolg kommt vom Kümmern und nicht davon, dass man etwas fordert. So, ich habe ja jetzt beschrieben, was ich tun will und nicht das, was ich fordere, sondern so. Und das Zweite ist, ich mache eine Ausnahme. Also ich erlebe, dass die Chinesen überall kaufen. Ob das nun Häfen sind, ob das Eisenbahnlinien sind, ob das Stromleitungen sind, ob das, die schwedische Kollegin sagt mir, es machen sich die Bürgermeister Hoffnung in Schweden, da gibt es 1000 kleine Häfen. Und chinesische Investoren haben an praktisch all diesen Häfen ein lebhaftes Interesse. Und die Kommunen sagen, wenn wir unseren kleinen Hafen verkaufen, dann haben wir für die nächsten 20 Jahre die Kita finanziert. So ungefähr läuft das. So, also diese Debatte findet überall statt. Und ich sage an der Stelle, dass ich persönlich eine Schwierigkeit damit habe, wenn wir zulassen, dass unsere kritische Infrastruktur, dass die in die Hände von Investoren kommt, wo wir nicht wissen, wer wirklich dahinter steht und was in einer unvorhersehbaren Situation dann damit geschieht. Darüber diskutieren wir. Es war so, dass State Grid of China interessiert war an unserer Netzgesellschaft 50 Hertz, einen 20% Anteil zu übernehmen. Das ist ihnen nicht gelungen, weil die Firma Elia in Belgien diesen Anteil mit ihrem Vorkaufsrecht erworben hat. Ich glaube, Sie versuchen es aber nochmal. Ja. Und ich habe es Ihnen ja nur erzählt, damit Sie sehen, dass wir uns liebevoll auch um solche Dinge kümmern. Aber Sie werden das zweite Mal auch verhindern. Das weiß ich nie, ob ich das kann. Das weiß ich nicht. Das erste Mal war es so, dass wir das ohne einen Cent deutschen Geldes ermöglicht haben, weil die Firma Elia wollte das, war ein Geschäft von 1 Milliarde. Und die ist getragen, das ist eine kommunale Netzgesellschaft. Die Kommunen waren dagegen. Und da haben wir geholfen, Überzeugungsarbeit zu leisten, damit dann die Politik in Belgien dieses Unternehmen hat machen lassen. Die werden aber möglicherweise nicht das Geld haben, auf Dauer noch einmal 20% zu übernehmen, denn so groß sind sie auch wieder nicht. So, und diese Diskussion, bitte aber um Verständnis, die kann man schlecht in diesem Raum führen, auch wenn hier noch nie was rausgekommen ist, aber ich würde es lieber nicht riskieren. Da wir jetzt so wenig Zeit haben, würde ich oder kann ich Sie nicht entlassen, ohne nochmal ein anderes Thema anzusprechen. Während sich ja China auf dem Weltmarkt immer stärker engagiert, scheint sich ein anderes großes Land, die USA, nach und nach zu verabschieden, sich zurückzuziehen, protektionistische Maßnahmen zu ergreifen. Ludwig Erhard, auf den wir uns ja heute berufen, hat einmal gesagt, eine auf Gedeih und Verderb in die Weltwirtschaft eingegliederte Volkswirtschaft bietet für politische Abenteurer keinen Spielraum. Nun ist das, was in Washington passiert, mit politischem Abenteuer vielleicht noch milde umschrieben. Sehen Sie noch irgendeine Chance, einen Handelskrieg zwischen der EU und den USA zu verhindern? Also erstmal ist die amerikanische Wirtschaft natürlich immer noch
ganz stark in die Weltwirtschaft integriert. Das wird durch die Strafzölle auf Stahl und auf Aluminium nicht von einem Tag auf den anderen umgekehrt. Es gibt kaum einen Bereich, wo wir nicht verflochten sind. Der Handel zwischen Europa und den USA ist ungefähr ein Drittel des Welthandels. Zweitens, ich halte die Entscheidungen, die eigenen Märkte schützen zu wollen mit hohen Zöllen, für kontraproduktiv. Denn immer dann, wenn ich einen Wirtschaftszweig dauerhaft mit hohen Zöllen schützen will, verringere ich den Druck auf Reformen und Anpassungen, weil man dem Wettbewerb nicht mehr ausgesetzt ist. Klammer auf. Wir haben natürlich auch Bereiche, wo wir hohe Zölle haben, zum Beispiel im Bereich der Landwirtschaft. Und das ist nicht von so, umsonst so, weil das war die große Debatte 1879 in Deutschland, ob man den Freihandel weiterführt oder ob man Schutzzölle genehmigt. Und Bismarck, der 15 Jahre den Freihandel mit Zähnen und Klauen verteidigt hat, aber sah, dass das Wachstum nicht in Gang kam und seine adligen Genossen, der Landadel in Preußen und anderswo, sagte, wir brauchen Schutzzölle, wir verkaufen unser Getreide sonst nicht mehr, sondern die Russen machen das Geschäft und die Kanadier und die Amerikaner. Und dann hat Bismarck sich breitschlagen lassen, Schutzzölle zu machen. Und wir sind dann in eine Schutzzollspirale gekommen, in den Jahrzehnten danach, und zwar europaweit, die auch etwas damit zu tun hat, dass die europäische Landwirtschaft heute weniger wettbewerbsfähig ist als in anderen Bereichen. Das kann man nicht von heute auf morgen ändern, aber man kann verhindern, dass es neue Sündenfälle gibt. So, wie haben wir uns entschieden? Wir haben uns entschieden, zunächst zu versuchen, dass die Spirale erst gar nicht in Gang gesetzt wird. Das war der Zweck von Cecilia Malmström und auch von meinem Besuch in den Vereinigten Staaten und 4 Wochen später von der Bundeskanzlerin. Wir haben damit 8 Wochen herausgeschlagen, um es gänzlich zu verhindern. Es hat dann nicht funktioniert, zum einen, weil der Präsident in dieser Frage eine starke Rolle hat, ohne Senat und Repräsentantenhaus. Und das Zweite ist, es ist deshalb nicht gelungen, weil wir in der Europäischen Union für solche Entscheidungen sehr lange Zeit brauchen. Wir brauchen normalerweise zur Erarbeitung eines Mandats für ein Freihandelsabkommen, brauchen wir normalerweise 2 bis 3 Jahre. In dieser Frage waren wir imstande, innerhalb von 8 Wochen ein Angebot, noch kein Mandat, aber ein Angebot mit 4 Punkten auf den Tisch zu legen. Das war für die EU schneller, als es jemals geschehen ist. Aber aus Sicht der amerikanischen Partner war das absolut unzureichend. Die denken nämlich in Quartalsberichten. Das sind alles Unternehmer aus der Geschäftswelt. Und die sagen, was in 3 Monaten nicht erledigt ist, das kann nicht gut sein. So, jetzt müssen wir reagieren. Ich bin schon der Auffassung, dass wir als Europäer auch stolz und entschlossen und geschlossen in diese Geschichte gehen müssen. Und deshalb habe ich auch zugestimmt, nach Rücksprache natürlich mit der Kanzlerin und anderen, dass wir jetzt die europäischen Ausgleichsmaßnahmen in den nächsten Wochen in Kraft setzen können. Unsere amerikanischen Partner müssen wissen, dass es nicht ohne Folgen bleibt, wenn sie die Spirale noch mal höher drehen. Das ist eine ganz schwierige Situation, weil es am Ende auch uns schadet. Je höher die Zölle werden, desto mehr schadet es allen Beteiligten. Aber es ist auch eine Notwendigkeit, damit auch diejenigen in den USA, die diese Politik nicht für gut finden, ein Argument haben, um in der öffentlichen Debatte dagegen zu halten. Das heißt, wenn jetzt weitere Zölle von Seiten der USA, es werden jetzt Zölle auf Autoimporte geprüft, wenn die kommen sollten, würden wir wiederum mit weiteren Gegenzöllen antworten. Soweit, lieber Herr Hildebrand, sind wir noch gar nicht, weil ich werde überall gefragt, wo ich hinkomme, was machen wir, wenn die USA Autozölle erheben? Und da sage ich denen, pass mal auf. Die haben jetzt erstmal die Prüfung eingeleitet. Und ob sie das verhängen, ist eine heftig diskutierte Maßnahme, weil BMW und andere große Werke in den USA, in South Carolina und anderswo gebaut haben, Tausende von Beschäftigten dort haben und die Senatoren und Kongressleute das überhaupt nicht toll finden, wenn man dann gegen die Interessen dieser Unternehmen Zölle erhebt. Sondern sage ich, lasst uns doch nicht der US-Administration des Präsidenten Trump die Erhebung der Zölle noch einreden. Die kommen schon selber auf dumme Gedanken, wenn es nicht anders geht. Und deshalb müssen wir eigentlich deutlich machen, dass es eine ganz dumme Idee wäre, die Zölle zu erheben, und wir müssen werben und dafür arbeiten. Das werde ich machen. Ich werde mich auch selbstverständlich mit den deutschen Unternehmen nochmal beraten. Und dann entscheiden wir bei jeder Maßnahme nochmal aufs Neue, wie wir uns verhalten. Aber
die Frage, ob wir jetzt glaubwürdig und geschlossen sind, die ist ja auch wichtig dafür, was die Amerikaner erwarten würden, wenn sie so eine Idee hätten. Also das ist eine Vorgehensweise, die viel Fingerspitzengefühl verlangt, aber es geht auch um viel. Es geht um sehr, sehr viel. Wenn man sich vor Augen hält, ein Drittel des Welthandels, USA und Europa. Und wenn das dann ins Stocken kommt, wenn das nicht mehr wächst, weil wir uns dafür entscheiden, das Geld über Schutzzölle umzuleiten und die Wettbewerbsfähigkeit auszuschalten, dann kommt unsere Wirtschaft in eine nicht ganz einfache Situation. Oder sie kann dahin kommen. Und deshalb sage ich, wir dürfen so etwas nicht herbeireden und müssen versuchen, es zu verhindern. Letzte Frage. Der WTO-Chef hat heute schon gesagt, er sieht erste konjunkturelle Anzeichen durch die ganzen Maßnahmen, über die wir jetzt reden, dass es mit der Konjunktur schlechter laufen wird als bisher gedacht. Zweifeln Sie auch schon an Ihrer Prognose? Nein, wir haben ja unsere Prognose um 0,1% nach unten korrigiert, von 2,4 auf 2,3% Wachstum in diesem Jahr. Und wir haben dafür für das nächste Jahr um 0,1% hochkorrigiert. Wir schauen uns die Auftragseingänge an, aber auch die gefüllten Auftragsbücher. Die Auftragsbücher sind immer noch voller, als sie abgearbeitet werden können. Die Maschinen sind über Potenzial ausgelastet, sind überlastet. Und wir haben jetzt neuere Zahlen, was Stimmungsbilder angeht im produzierenden Gewerbe und so weiter. Das deutet darauf hin, dass sich die Lage stabilisiert. Trotz des schwachen ersten Quartals ist die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal, also zum ersten Quartal 2017, um 2,3% punktgenau gewachsen. Und ansonsten empfehle ich uns etwas. Wir sind alle mit Ludwig Erhard nicht vergleichbar und er ist unerreichbar, aber wir können von ihm lernen. Und Ludwig Erhard hat gesagt, wenn der Staat den Leuten die Panik selber einredet, dann darf er sich nicht wundern, wenn die Sache den Bach runtergeht. Und das ist nämlich genau der Punkt. Ob wir jetzt hingehen und sagen, der Aufschwung, der geht bestimmt mal zu Ende. Weil wenn er bis nächstes Jahr anhält, ist es der längste seit 1966, seit Ludwig Erhard nicht mehr Bundeskanzler war. Und dieser lange Aufschwung, der geht vielleicht irgendwann zu Ende, ja. Aber es gibt keinen Automatismus, dass er in diesem, im nächsten oder im übernächsten Jahr zu Ende geht. Das ist genau wie mit Bremen und Hamburg. In Bremen und Hamburg regiert seit 60 Jahren in dem einen Land die SPD, in dem anderen die CSU. Und dann könnte man auch sagen, die regieren jetzt schon... Die CSU regiert in Hamburg? Nein, in Bremen und in Bayern. Die SPD in Bremen, die CSU in Bayern. Und dann könnte man sagen, nach 60 Jahren, da muss ja irgendwann mal die Glückssträhne zu Ende gehen. Aber das Prinzip, dass es vielleicht mal irgendwann so kommt, bedeutet nicht, dass es bei der nächsten Wahl schon so ist. Und deshalb kämpfen die Parteifreunde und deshalb haben sie bisher auch immer diesen Kampf bestanden. Und ich finde, wir müssen um unseren Aufschwung kämpfen. Denn eines ist doch klar, wenn wir 45 Millionen Arbeitsplätze behalten, wenn wir vielleicht noch 2 Millionen neue schaffen, wenn wir Wachstum haben, dann sind doch die Entscheidungen für die Bildungsinfrastruktur, für die digitale Infrastruktur, für den Umweltschutz, für die öffentliche Daseinsvorsorge viel leichter zu treffen, weil die Finanzierungsgrundlage des Staates viel solider und nachhaltiger ist. Und deshalb geht es nicht um Wachstum um jeden Preis, sondern es geht darum, dass wir ein vernünftiges Wachstum, ein nachhaltiges Wachstum auf der Zeitschiene versuchen zu erreichen und zu stabilisieren. Und ich glaube, dass das gelingen kann. Und ich sehe jedenfalls noch keine Wirtschaftskrise am Horizont. Der ewige Aufschwung. Sie haben Ihren Ruf als großer Optimist alle Ehre gemacht. Herr Altmaier, vielen Dank. Dankeschön. So, als nächstes wollen wir vertieft über die Digitalisierung sprechen. Dazu bitte ich Sabine Bendig und Frau Ingeborg Neumann zu mir aufs Podium. Sabine Bendig, ich stelle Sie schon mal kurz vor, ist Vorsitzende seit 2016 der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland. Vorher haben Sie auch schon bei IT-Unternehmen wie EMC gearbeitet, bei Dell, bei Siemens Nixdorf
Und darüber hinaus engagieren Sie sich auch bei Bitkom und in der Atlantikbrücke und in der American Chamber of Commerce. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ingeborg Neumann ist geschäftsführende Gesellschafterin der Peppermint Holding, einem Textil- und Modeunternehmen. Viele wissen ja gar nicht mehr, dass es sowas in Deutschland überhaupt noch gibt. Und darüber hinaus auch sehr engagiert im Bereich Venture Capital, selber investiert auch in jungen Startups und sitzt auch beim BDI im Präsidium. Willkommen. Ja, vielen Dank. Wir hatten es ja gerade schon andiskutiert mit Herrn Kauder, auch mit Herrn Altmaier. Die Frage, wie viel Regulierung braucht die digitale Wirtschaft? Oder besteht schon die Gefahr, dass wir uns langsam dem Bereich der Überregulierung nähern? Naja, ich glaube, wenn man in Innovation hineingeht, dann brauchen wir erstmal gar keine Regulierungen. Wir werden jetzt ja, glaube ich, noch im Einzelfall so ein bisschen aufgliedern, in welchen Bereichen gibt es jetzt schon Probleme, monopolistische Stellungen, da sollte man da wirklich mal nachdenken und da bringe ich natürlich auch die Position des Mittelstandes rein, aber wenn man im Rahmen, wenn man über Digitalisierung nachdenkt, da geht es um Innovationen, also da muss was wachsen. Und wenn wir nicht weiter gießen, kann da gar nichts mehr wachsen und dann hören wir eigentlich schon auf, bevor wir richtig angefangen haben. Also ich bin komplett gegen Regulierungen, um gerade in diesem digitalen Bereich, dass wir da einfach mal jetzt endlich Gas geben und Gas über die breite Wertschöpfungskette geben und Gas natürlich auch in der Industrie geben. D'accord? Jein. Jein, weil ich glaube schon, dass Regulierung in einigen Bereichen tatsächlich Sinn macht. Ich glaube nämlich gar nicht, dass wir einen kompletten Regulierungsverzicht fordern müssen oder sollten, weil ich glaube, dass Regulierung einen Wert hat dort, wo es darum geht, wirklich Rechtssicherheit zu schaffen, wo es darum geht, eben auch durchaus grundsätzliche Absicherungen zu schaffen. Ich glaube, der Punkt, den wir haben, ist allerdings, wir müssen verstehen, was wir versuchen zu regulieren, bevor wir loslaufen und anfangen zu regulieren. Und ich glaube, wir sehen halt einige Regulierungsansätze, die vielleicht ein bisschen früh gegriffen haben, weil man angefangen hat, Dinge zu regulieren, ohne richtig zu verstehen, was das im täglichen Leben der Unternehmen und der Menschen tatsächlich heißt. Das heißt, gut ist gewollt, aber durchaus ziemlich viel Aufwand und nicht immer zwingend das erwünschte Ergebnis geschaffen. Sie hatten jetzt die Datenschutzgrundverordnung noch im Hinterkopf, oder? Wenn wir ehrlich sind, ja. Die landet natürlich, und ich sehe das ja, also wir sind nun jemand, der eigentlich, also zuallererst für uns war es auch sehr aufwendig, aber für uns ist es einfach selbstverständlich, dass wir es machen. Und im Übrigen, jetzt wo wir einen europaweiten Standard haben, haben wir uns als Unternehmen entschieden zu sagen, das ist der Standard, den wir weltweit ansetzen, weil wir gesagt haben, die Europäische Datenschutzgrundverordnung, wenn wir die einhalten in allen Ländern dieser Welt, haben wir im Prinzip bei jedem deutlich über dem Standard alles eingehalten, was erforderlich ist national. Und das Headquarter in den USA war begeistert, dass jetzt sie sich den EU-Regeln weltweit unterwerfen müssen. Naja, wir machen es ja freiwillig. Also wir machen es freiwillig, wir machen es aus gutem Grund. Und jetzt muss man auch wirklich sagen, ich glaube schon, dass wir als Unternehmen einige Dinge gelernt haben auf unserer Reise. Zum Beispiel, dass wir gelernt haben, dass das Thema Vertrauen ein extrem wichtiges ist. Ja? Zum Beispiel, dass wir gelernt haben, und dass uns das sehr, sehr klar ist, und das ist auch etwas, was uns wirklich von unseren Werten antreibt, es gibt eine gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, gerade von Technologieunternehmen. Und das ist etwas, was wir sehr ernst nehmen. Und ich glaube, deswegen ist es mit Sicherheit auch so, dass auch unser amerikanischer Mutterkonzern sehr klar gesagt hat, mit allen Themen und Herausforderungen, wie jetzt diese europäische Datenschutzgrundverordnung bei Unternehmen landet, ja, und wir alle haben den Aufwand gesehen, ist es dennoch ein guter, breiter Ansatz und eine Klarstellung, was schützenswerte Daten sind, wie schützenswerte Daten zu behandeln sind. Und in Abwesenheit eines besseren globalen Standards halten wir den ein. Die Skepsis, die jetzt bei Ihnen eher rausklang, liegt das auch daran, dass in Fragen der Regulierung keine Waffengleichheit zwischen mittelständischen Unternehmen und großen Konzernen, die sich das alles leisten können, die riesige Abteilungen haben, das irgendwie dann umzusetzen und damit fertig zu werden, während Sie ja da vor einem Anforderungsberg stehen, der eigentlich für ein mittelständisches Unternehmen kaum zu bewältigen ist?
Gut, das ist, natürlich ist das klar. Wir wussten ja vor 2 Jahren, dass sie eingeführt wurde und trotzdem war der Mittelstand komplett überrascht. Also das muss man wirklich mal so sehen und ja, und das dann einführen, das hat einfach natürlich einen unglaublichen Aufwand gekostet. Wir haben keine Leute, die sich damit permanent beschäftigen. Wir mussten sie einstellen oder Berater da einführen, beschäftigen. Das ist natürlich extrem gewesen. Und es wurde ja schon über Bürokratisierung hier gesprochen, nicht? Es gibt ja diese Vorlage, eins raus, eins rein. So, und wenn man das mal anschaut, wo stehen wir da gerade? Gefühlt wie im Mittelstand, es wird immer nur uns draufgeladen, immer wieder draufgeladen. Und diese Bürokratisierung, das ist schon ein immenser... Sie dürfen Frust ablassen, haben Sie ja gesagt. Frust insgesamt ist ein immenser Aufwand, den wir eigentlich haben. Und wenn man dann nochmal vor dem Hintergrund guckt, was mit der Digitalisierung da passiert, da würde ich gerne die Mittel und die Manpower allokieren, um da einfach mehr Zeit für haben und damit wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Wenn man mal, wir müssen ja nochmal das Thema Regulierung nochmal anschauen. Ich glaube, fragen wir mal, was ist denn Textil und Digitalisierung? Vielleicht kann ich nochmal einen kleinen Werbeblock für unsere Textilindustrie bringen, nicht? Textil und Bekleidung, die zweitgrößte Branche im Konsumgüterbereich nach Lebensmittel. Also ja, die Industrie, die gibt es noch. Wir haben 1400 Unternehmen, wir haben 135.000 Mitarbeiter. Textil und Bekleidung ist zum einen natürlich Bekleidung, das sind die großen Marken, wir kennen sie, Adidas, das ist Boss, aber es sind auch kleine Marken wie Brax, wie Falke, wie Olymp. Also und diese Marken natürlich, die sind am Konsumenten dran und versuchen da halt natürlich auch über die E-Commerce-Channels zu verkaufen. Aber das große Thema, warum wir in Deutschland auch weiter wachsen, sind die technischen Textilien. Da sind wir Zulieferer in andere Branchen und da sind wir extrem innovativ. Also das so in der Textilindustrie. Und wenn man da mal die Kette anschaut, wie sieht denn das bei uns in der Digitalisierung aus? Vom Rohstoff bis zur Entsorgung, da gibt es wahnsinnig viel. Lieferantenkette. Wir werden ja vom Entwicklungsminister Müller gerade hier wirklich durch das Dorf getrieben und das heißt der grüne Knopf oder wir müssen nachhaltig die Lieferantenkette eigentlich kontrollieren. Wenn man mal überlegt, ein weißes Hemd, was Sie auch tragen, 140 Stationen, wie will ich denn 140 Stationen kontrollieren? Da muss ich jemanden hinschicken, der muss wirklich sagen, ja, das wird nachhaltig produziert oder nicht. Wenn wir zum Beispiel eine Blockchain hätten, dann würde das natürlich viel, viel einfacher sein. Also ein Beispiel, Plagiate über Blockchain, ein super Beispiel natürlich. Und ich glaube, wenn wir in der nächsten oder übernächsten Legislaturperiode hier sitzen würden, vielleicht haben Sie alle keine iPhones mehr, sondern einfach, Sie streichen über Ihren Ärmel und da sind im Prinzip, das auf dem Display sehen Sie eigentlich Ihre Daten. Also smarte Textilien ist ein Riesenthema, was uns beschäftigt. Und um alles das zu tun, brauchen wir einfach Mittel, wir brauchen auch Zeit, damit wir einfach unsere Management-Power in diesem Bereich allokieren können. Also wenn ich dazu vielleicht ganz kurz vielleicht noch ein paar Sätze sagen dürfte. Also zuallererst, ich glaube, das ist auch Teil meines Jobs und auch Teil des Grundes, warum ich in der Technologieindustrie unterwegs bin. Ich glaube, Technologie hat eine Wahnsinnschance für ganz viele Industrien. Und das Schöne ist, sie greift inzwischen eigentlich in jede Industrie die wir so in diesem Land haben oder die wir auch global haben, ein. Es wird damit natürlich zunehmend tatsächlich auch ein globaleres Thema. Daten sind global. Und wir müssen natürlich verstehen, wie wir in diesem Spannungsfeld umgehen mit genau diesem Thema Nutzung von Daten. Das ist ein sehr wichtiges Thema, insbesondere gerade, wenn Sie in Sachen künstlicher Intelligenz unterwegs sind. Wie trainieren Sie Systeme? Sie trainieren oder Maschinen? Sie trainieren Maschinen dadurch, dass Sie aus Daten lernen. Das heißt nicht, dass Sie die ganz persönlichen Daten von jedem Einzelnen von Ihnen einzeln zuordnenbar verwenden, aber Sie müssen aus Mustern lernen. Und je mehr Daten Sie haben, desto besser werden die Maschinen. Und wenn man so etwas anschaut, dann glaube ich, kommt man sehr, sehr schnell an so einen Punkt, wo man sagt, der Teil, den wir verstehen müssen, ist, auch zurück nochmal zu diesem Regulationsthema, Regulation national zu denken, selbst EU-weit zu denken, wird zunehmend zu kurz gesprungen, weil dann kommen Sie in so einen Punkt rein, dass Sie sagen, was heißt denn das für Wettbewerbsfähigkeit? Was heißt das für Innovation? Und das ist tatsächlich ein Punkt, den wir sehr ernsthaft anschauen müssen. Wobei natürlich das Argument, die Regulierung sozusagen möglichst global zu machen, häufig dann vorgebracht wird von Monopolisten, die letztlich ja kein Interesse dran haben, weil man weiß, global ist es schwierig oder wird zumindest sehr lange Zeit benötigen.
Naja, also das Schöne ist jetzt, also für mich, dass ich mich tatsächlich darauf zurückziehen kann, dass wir jetzt tatsächlich niemand sind, dessen Geschäftsmodell es ist, mit Daten zu arbeiten. Unser Geschäftsmodell ist, Technologie zur Verfügung zu stellen, damit unsere Kunden darauf Lösungen bauen können und auf Basis dieser Plattform, die unsere Kunden in ihrer Digitalisierungsreise aufbauen, eben erfolgreiche Geschäftsmodelle bauen können. Das heißt, wir haben ein ganz klares Statement, das heißt, die Daten, die unsere Kunden uns anvertrauen, sind die Daten unserer Kunden und nicht unsere und darauf bauen wir auch kein Geschäftsmodell. Dennoch ist es einfach ganz klar, dass wir in einer Welt leben, wo das Thema Daten eben wirklich ein sehr internationales Thema geworden ist und vor allen Dingen ein Thema, dass die Wettbewerbsfähigkeit ganz vieler Unternehmen in ganz vielen Industrien beeinflusst. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, da müssen wir ehrlich bleiben. Können wir uns wünschen, dass es anders ist, aber ich glaube, da müssen wir ehrlich bleiben. Und ich glaube, das muss man im Kopf behalten, weil wir haben gerade sehr feurige Worte zu dem Thema Innovationsfähigkeit und die Wichtigkeit von Innovation für die deutsche Wirtschaft gehört. Und ich glaube, um diese möglich zu machen, müssen wir ein Zusammenspiel hinbekommen. Das heißt, wir müssen es schaffen, diese Evolution von den schlauen Ingenieuren, die unglaublich viel können auf der Hardware-Seite, auf der Maschinenseite hin zu, was heißt das in Sachen Digitalisierung und Software hinbekommen. Und wir müssen es hinbekommen gleichzeitig auch, dass wir es schaffen, in dem Thema, was dort entsteht, was extrem datengetrieben ist. Ja, weil ganz viele dieser Geschäftsmodelle beruhen am Ende des Tages darauf, ob das jetzt Geschäftsmodelle einer Siemens, einer Bosch, ganz vieler kleiner Firmen sind, beruhen am Ende darauf, dass sie eben über Daten Erkenntnisse gewinnen und damit einen besseren Service für ihre Kunden anbieten können. Und ich glaube, wir müssen schaffen, das hinzubekommen, auch von unserer Regulierung. Warum bekommen wir das denn bisher nicht hin? Warum sind wir in diesem Bereich Daten so hinterher? Ja, ich glaube, wenn man jetzt mal bei uns in den Mittelstand hineinschaut, wir sind jetzt wirklich dabei, das Thema Daten zu sammeln. Daten sammeln, egal auf welchem Bereich, im Produktionsprozess, über die Lieferantenkette, über den Kunden hinaus, wir sammeln die Daten. Aber die Daten an sich sind ja überhaupt kein wertvolles Gut, kein Gold, kein Öl, sondern sie müssen in den Kontext gestellt werden. Ich muss daraus Wissen machen und ich muss dann aus dem Wissen heraus Intelligenz hineinbringen und damit ich Entscheidungen treffen kann. So, ich glaube, da sind wir jetzt gerade dran und ich glaube, was ja, hier wurde ja auch immer über Daten gesprochen, das war ja B2C, das waren ja die Konsumentendaten. Wir reden momentan über Maschinendaten. Und da ist ja, glaube ich, unsere Wirtschaft mit dieser industriellen breiten Basis, haben wir eine Riesenchance hier in Deutschland, jetzt mal anzufangen, diese Daten zu sammeln. Und da sage ich wirklich ganz klar, wir brauchen da keine Regulierung momentan. Wir müssen wirklich anfangen, Daten zu sammeln. Es ist richtig, wenn ich jetzt meine Daten sammle, brauche ich jemanden, der mir sie interpretiert. Ich komme ja nochmal zu den Forderungen. Also ich hätte da gerne jemanden, auch als Mittelständler, dass ich natürlich da Mittel bekomme. Also wir müssen diese Daten sammeln, wir müssen diese Daten interpretieren und dann Geschäftsmodelle draus finden und dann nach vorne gehen. Ich würde gerne noch einen Satz hinzufügen, weil Sie kamen ja von dem Gedankengang auch der Monopolisten und ob Daten nicht eine der wichtigsten Themen der Monopolisten sind. Und auch Sie haben ja auch gerade erwähnt, im B2C-Bereich ist das mit Sicherheit ein Thema. Ich glaube, das Spannende ist ja tatsächlich auch in der Technologieindustrie, wenn Sie die Beispiele anschauen, dann haben wir auch gesehen, wie schnell Monopolisten fallen können. Wenn es eine Industrie gibt, die von rasanten Umbrüchen lebt und die bewiesen hat, dass kleine Unternehmen mit smarten Ideen unglaublich schnell erfolgreich sein können, dann ist es die Technologieindustrie. Und wenn man sich das übersetzt in, was für eine Chance bietet auch Digitalisierung, auch im Sinne von wirklich Innovationsfähigkeit freizusetzen und auch wirklich Bewegung nochmal reinzubringen in die Industrielandschaft, glaube ich, ist sie enorm. Dann regelt sich das Problem des Monopols von selbst irgendwann. Es kann sehr leicht passieren. Also ich glaube, und auch da muss ich sagen, da haben auch wir unsere Lektion sehr stark gelernt, weil wir sind ein Unternehmen, das sich sehr, sehr stark, wir sind in unserer zweiten oder dritten Erneuerungsphase, wenn man so nennen möchte, weil einfach Geschäftsmodelle sich vollkommen verändert haben, weil sich Basistechnologien vollkommen verändert haben. Nehmen Sie ein Beispiel Nokia. Es gab mal einen Forbes-Titel, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, wo Sie irgendwie Nokia im Prinzip zum unschlagbaren König ausgerufen haben, 1 Milliarde Kunden. Kann doch irgendwer Nokia einholen bei den Mobiltelefonen? Ja. Das war übrigens schon nachdem Steve Jobs das iPhone vorgestellt hatte. Wir alle wissen, die Realität war am Ende eine andere. Die Geschichte wurde anders geschrieben.
Vielleicht noch ein Thema zu den Monopolisten. Wenn man noch mal ein Beispiel aus der Praxis nimmt, wir haben ja auch die Schuhindustrie, die bei uns im Verband ist. Kleine Industrieunternehmen haben bisher immer den Einzelhandel geliefert und liefern jetzt sehr, sehr stark natürlich über die großen Plattformen. Das ist Amazon, das ist in Deutschland sehr, sehr stark Zalando. Und diese Plattformen sammeln die Daten. Und wir wissen immer, das Schlimmste, was passieren kann, wenn zwischen dem Kunden und mir eine Plattform hineinkommt. Und das passiert jetzt gerade. Amazon und Zalando sammeln Daten und die haben nicht nur meine Daten, sondern haben alle Daten, haben also dadurch einen riesen Wettbewerbsvorteil. Wie kriege ich denn meine Daten? Oder wie kriege ich denn die Daten, die die auch haben? Also das Thema ist hier den freien Zugang zu den Daten. Wenn wir die als Mittelständler wieder bekommen würden, hätte ich natürlich einen Vorteil, dann wüsste ich halt, ist der Schuh jetzt um 12.30 Uhr gekauft, ist er gleichzeitig mit irgendwas anders gekauft worden und all diese Informationen, die ich natürlich brauche, damit ich meinem Kunden wieder bessere Produkte zuordnen kann. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Herr Altmaier sprach ja auch davon, also Teilhabe von diesen Daten auf den Plattformen für uns als Mittelstand, das würde uns extrem helfen. Was machen wir stattdessen? Wir versuchen, unsere eigene Plattform zu sammeln und aufzubauen. Also gegen Amazon, und deswegen wird es vielleicht auch irgendwo mal sein, die Großen fallen wieder, weil wir uns natürlich zusammentun in der Branche und versuchen, diese Daten zu sammeln, genau diese Informationen zu sammeln und die dann einfach wieder zur Verfügung stellen. Aber Ihr Wunsch an die Politik wäre letztlich eine erzwungene Offenlegung der Daten. Ja, man sollte darüber nachdenken, nicht? Also, weil es ist dann bestimmt, es wäre ein Vorteil, wenn wir alle diese Daten hätten, die nicht nur meine eigenen Daten, also ist dieses Produkt jetzt an den Kunden verkauft worden, sondern eben welche Produkte sind gleichzeitig verkauft werden. Drumherum die Daten, die sind eben extrem wichtig. Ne? Ist das, dürfen klatschen. Ist das aus Ihrer Sicht ein gangbarer Weg? Ich muss ehrlicherweise sagen, wer bin ich, über die Daten meiner Kunden zu bestimmen? Weil, wie gesagt, für uns ist es eigentlich sehr, sehr klar, es sind nicht unsere Daten. Ich persönlich glaube schon, dass wir in Zeiten gerade des Themas künstlicher Intelligenz, was wirklich ein echter Gamechanger ist, wie es auch Herr Minister Altmaier gesagt hat, schon sehr, sehr stark darüber nachdenken müssen, wie wir es schaffen, aus Datensätzen, aus dem Reichtum der Daten dort draußen wirklich maschinenlernfähig zu machen. Und wir sind auch ein Unternehmen, das sehr, sehr stark sich dafür einsetzt, zu sagen, Demokratisierung künstlicher Intelligenz, der Tools dazu ist ein wichtiges Thema, weil wir glauben, dass Technologie einen Wahnsinnsbeitrag in der gesamten Innovationskraft der Wirtschaft leisten kann und es sollte nicht ausschließlich großen Unternehmen vorbehalten sein. Das ist wirklich ein Thema, was uns sehr, sehr wichtig ist und da kommt man natürlich schon durchaus zu solchen Fragen, wie schafft man es, dass Menschen in der Lage sind, tatsächlich auf diese Daten zum Training ihrer Maschinen zuzugreifen. Ja. Müssen oder sind die Regulierungsbehörden in Deutschland und in Europa ausreichend gerüstet für das Zeitalter der Digitalisierung? Fühlen Sie sich ausreichend gepiesackt oder muss da noch was im Arsenal nachgelegt werden? Ja, jetzt kommen wir zu dem Thema, wie sieht die Realität aus? Und Politik sollte ja erstmal immer mit der Betrachtung der Realität beginnen. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, wenn man die Realität, der insbesondere im Datenschutzbereich zum Beispiel anschaut, in Deutschland, dann sprechen wir heute über, Gott, wie viel haben wir? 16 plus wie viele Agenturen? Es ist eine ganze Zahl. Wenn wir alle ehrlich sind und den Schritt zurücktreten und uns überlegen, ob wir, wenn wir jetzt wirklich die Chance hätten, einfach weißes Blatt Papier, wir würden das gerne nochmal anders aufsetzen in Sachen Regulation, würden wir uns die Struktur einfallen lassen, die wir heute haben? Ich würde sehr hoffen, dass nein. Jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, wo wir sind, wie wir sind. Ich glaube, jetzt würde es mir wahrscheinlich nichts bringen, wenn wir sagen, dann bauen wir nochmal zusätzliche Behörden obendrauf, die dann irgendwie nochmal versuchen, weitere Ansprechpartner zu sein. Ich glaube aber, was helfen würde, ist, dass wir tatsächlich ein bisschen stärker Klarstellung bekämen im Sinne von EU-weit. Was wären denn so unsere Ansprechpartner, mit denen man tatsächlich eben auch mal so ein Thema einer Vereinfachung tatsächlich durchgehen kann. Also insofern, glaube ich, sind wir sehr detailverliebt in unserer Regulierung und wir schaffen viel Komplexität durch die Vielzahl der unterschiedlichen Spieler, die sich damit befassen. Jetzt haben Sie beide erwähnt, KI als Game Changer, als nächste Stufe. Ist das denn aus deutscher Sicht
sozusagen die zweite Chance, nachdem man in der ersten Runde etwas verschlafen hat, mithalten zu können, dass man jetzt möglicherweise bei der KI nochmal aufholen kann? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube ja, ich habe nochmal gesagt, wir haben diese Daten in der Industrie, die Massendaten, die gibt es nicht so stark in den USA und die gibt es auch nicht so stark in China. Wir haben die Industriedaten und da kann man eben KI draufsetzen, kann man Muster draufsetzen, wo gelernt wird. Aber ich mache ja auch Venture Capital und Start-up und wenn man sich KI-Start-ups anschaut, dann braucht man eine tiefe Tasche, ne? Also das ist ein langer, langer, langer Prozess. Würde ich als Mittelständler in irgendwie KI-Systeme schon investieren, aus Grund der heutigen Zeit natürlich noch nicht. Aber ich würde Ingenieure oder Informatiker beschäftigen, die sich da eigentlich meine Daten nehmen. Also ich glaube, wir haben da eine Riesenchance. Ich bin, glaube ich, immer einer, der sagt, Industriepolitik brauchen wir eigentlich nicht, aber ich glaube, das Beispiel Airbus kann man ja auch vielleicht mal auf die KI draufsetzen und sagen, also da wirklich mal Industriepolitik machen und da muss man mal konkret und dann kann man ja mit der Industrie wirklich mal sprechen, was heißt das denn konkret? Also das ist ganz klar, wir brauchen, sagen wir mal, auch andere Typen von Ingenieure. Also den Ingenieur, der momentan in der ausgebildet wird, den brauchen wir sehr wahrscheinlich gar nicht mehr. Wenn ich mir sage, ich brauche jetzt jemanden, der meine Produktion leitet, dann suche ich jemanden, der eigentlich Informatik kann und nicht einen Textilingenieur. Weil der muss meine Daten sammeln, man muss meine Daten ausarbeiten und muss Systeme schaffen, dass wir aus diesen Daten lernen und Entscheidungen treffen. Also wir brauchen komplett andere Profile, also ganz klar Ausbildung, Bildung mit anderen, mit anderen Strukturen, mit anderen Ausbildungsplänen. Also da muss man ran. Und wenn ich dann jetzt als Mittelständler sage, ich habe meine Daten, wer hilft mir denn, diese Daten auszuwerten, da hätte ich vielleicht gerne, ich nenne das mal so ein bisschen so eine Art Digitaldividende, vielleicht so eine Art Unterstützung der Bundesregierung, dass man sagt, staatliche Forschungsförderung, die steuerliche Forschungsförderung ist ja schon ganz gut, aber wenn ich ganz speziell im Bereich Digitalisierung was tue und ich habe die Mittel nicht und ich habe auch die Zeit nicht, dann wäre es toll, wenn wir dort eine Unterstützung bekommen würden. Also Digitaldividende, vielleicht kann man das mal nutzen. Man kann es ja auch über die KfW irgendwie unterstützen und vielleicht können wir ja auch als unsere Branche da mal als Pilot vorangehen. Sie wollten widersprechen. Nein, ich wollte jetzt nicht spezifisch, ich weiß, Sie wünschen sich das gerade. Ich glaube, vielleicht einfach nochmal die Antwort erstmal auf Ihre Frage, ist das eine Chance für Deutschland, ist KI eine Chance für Deutschland? Von uns stammt der Satz des digitalen Wirtschaftswunders, das möglich ist in Deutschland. Und daran glauben wir auch zutiefst. Wir haben, wie Sie auch sagen, in Deutschland einen unglaublichen Schatz, der genau diese industrielle Basis ist, die wir haben. Die Erfahrung im Maschinenbau, die Erfahrung in der Produktion, ganz viel Einsicht in, wie Produktionsprozesse funktionieren, sehr, sehr viel Verständnis, wenn wir es jetzt mal in diesem B2B-Prozessgeschäft nehmen. Das, was wir haben, ist eine ganz große Herausforderung im Sinne von, wie digitalisieren wir das und wie schnell digitalisieren wir das. Das heißt, was wir haben, ist in Deutschland so eine rationale Erkenntnis, wie wichtig es ist. Aber ich glaube, wir haben noch ein Umsetzungsproblem und so ein Schnelligkeitsproblem, weil wir natürlich auch da wieder aus diesem klassischen Ingenieursgedanken kommen. Erstmal genau verstehen, was es ist, wo begebe ich mich rein, was sind die Risiken, wie kann ich es managen. Und ich glaube, wir haben im Moment tatsächlich ein Schnelligkeitsproblem. Und das ist das, was wir hinbekommen müssen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben ein Fähigkeitsproblem im Sinne von, wie bilden wir aus, welche Profile bilden wir aus und haben wir die neuen Profile ausbilden müssen. Ich glaube, der Förderbereich, also ich fand es sehr schön zu hören, dass man sagt, man möchte jetzt gerne im Forschungsbereich noch stärker die Unternehmen unterstützen. Das nehmen Sie gerne mit, das Geld. Ich glaube nicht, dass es da, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob wir jetzt da die Zielgruppe wären und ich hätte mich persönlich jetzt wahrscheinlich nicht als die Hauptzielgruppe definiert, weil ich glaube, dass ganz viele meiner Kunden extrem davon profitieren können. Und am Ende des Tages bin ich erfolgreich, wenn meine Kunden erfolgreich sind. Das Thema für mich ist tatsächlich wirklich, wie schaffen wir es, Schnelligkeit draufzubringen, dass wir tatsächlich lernen im Einsatz dieser neuen Technologien und dass wir auch unsere Leute mitnehmen und auch unsere Gesellschaft mitnehmen, weil wir alle sehen ja, wie die gesellschaftliche Diskussion im Moment gerade läuft. Und ich glaube, da haben wir alle eine ganz große Aufgabe, dass wir
eben auch über die Chancen sprechen. Ja, ich habe vor kurzem mal einen Artikel geschrieben, also man nennt das ja so schön Blogpost, einen Blogpost gemacht. Vielleicht sollten wir mehr wollen statt müssen in der Digitalisierung. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Genau, über die Chancen und auch Gefahren der Digitalisierung für die Gesellschaft werden wir ja gleich noch weiter diskutieren. Ich bedanke mich erstmal bei Ihnen beiden. Der Carsten Linnemann hat die Digitaldividende sich notiert und vielen Dank. So, jetzt beginnt die Diskussion. Ich weiß nicht, eigentlich sollte noch... damit noch konfrontativer wird, kommen jetzt zwei Stehpulte und die nächsten beiden Diskutanten stehen sich dann gegenüber. Ich kann sie ja schon mal vorstellen. Einmal ist das Clemens Fuß, Präsident des IFO-Instituts, und Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW. Beide, ja, somit die bekanntesten und renommiertesten Ökonomen, die es in Deutschland gibt. Und unser Thema wird jetzt sein, die Frage, inwieweit das alles, was wir diskutiert haben im Rahmen der Veränderungen, die auf uns zukommen in der sozialen Marktwirtschaft, durch Globalisierung, durch Digitalisierung, inwieweit es uns gelingen kann und wie es uns gelingen kann, dort weiter auch dafür zu sorgen, dass das Soziale in der sozialen Marktwirtschaft nicht zu klein ausfällt und dass letztlich alle mitgenommen werden. Und ja, ich glaube, wir sind schon startklar, dann würde ich Sie auf die Bühne bitten. Ja, Herr Fuß, Herr Fratscher, Deutschland geht's gut. Der Wirtschaftsminister hat es ja gerade mal nochmal gesagt, hat seine Wachstumsprognose bekräftigt. Für Deutschland ja immerhin alles über 2 gilt ja schon als Erfolg. Rekordbeschäftigung, so viele Leute im Job wie nie. Trotzdem macht sich ja parallel irgendwie das Gefühl breit, dass es im Land nicht so richtig gerecht zugeht. In breiten Schichten wird diskutiert. Woran liegt das, Herr Fratscher? Ich glaube, es ist Die Frage kann man, glaube ich, nicht in einem Satz beantworten, sondern erstmal, glaube ich, ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir natürlich eine Polarisierung haben, dass wir nicht nur in den USA mit Donald Trump, nicht nur mit Brexit oder in anderen Teilen Europas, sondern auch in Deutschland, wir eine Polarisierung sehen. Nehmen wir mal das Beispiel politische Polarisierung, was natürlich stark damit zusammenhängt. Wir haben eine Studie gemacht im Januar, wo wir uns angeschaut haben, wer hat denn in welchen Wahlkreisen eigentlich AfD gewählt? Wo sind die Menschen, die sagen, wir fühlen uns abgehängt oder wir wollen wirklich etwas anderes. Und die Erklärung, die sehr, sehr wichtig war, ist, dass wir viel eigentlich durch regionale Komponenten erklären können, vor allem die Demografie, die Altersstruktur eines Wahlkreises, also dort, wo junge Menschen weggehen, wo junge Menschen sagen, ich habe hier keine Chancen, keine gute Möglichkeit, eine Bildung zu bekommen, einen guten Job zu bekommen, eine klare Perspektive zu haben, wo junge, mobile Menschen abwandern, hier ist die Frustration besonders hoch. Und das sieht man weiter in der Infrastruktur, wo Krankenhäuser fehlen, wo eine gute Verkehrsinfrastruktur fehlt. Also es hat eine sehr starke regionale Komponente. Das Zweite, was ich denke, wir nicht unterschätzen dürfen, ist, dass natürlich wir gesamtwirtschaftlich gesehen eine hervorragende Situation haben, boomenden Arbeitsmarkt, aber wir haben auch eine Kehrseite davon. Wir haben eine ungewöhnlich hohe atypische Beschäftigung. 20% der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind atypisch beschäftigt, also zu geringen Löhnen, prekären Beschäftigungsverhältnissen oder in Teilzeit, obwohl sie mehr arbeiten wollen. Also jeder Fünfte ist davon betroffen. Und es hat vor allem meiner Ansicht nach, für mich ist wirklich der Schlüssel, liegt bei den Chancen. Also in der Frage, viele Menschen haben die Angst, haben die Sorge, halte ich mit, werden meine Kinder es mal besser haben als ich selber. Also es ist, glaube ich, eine Kombination von Realität, von Einkommen, Vermögen, Absicherung. Es hat was mit der Sorge, abgehängt zu werden, regional, aber auch gerade von den Chancen. Denn das sind für mich eigentlich die Komplexität und ich glaube, wir sollten diese Sorge ernst nehmen. Und es ist keine unbegründete Sorge, sondern eine begründete Sorge. Haben wir uns das zweite deutsche Wirtschaftswunder durch eine steigende Ungleichheit erkauft, so wie es Herr Fratscher gerade dargestellt hat? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass wir es uns erkauft haben. Gut. Ich glaube nicht, dass man das so sehen kann. Es ist ja immer die Frage, womit vergleicht man sich eigentlich und worüber redet man genau?
wenn man über Ungleichheit spricht, dann ist es ja ein Thema mit unglaublich vielen Dimensionen. Herr Fratscher hatte jetzt einige angesprochen. Es gibt zum Beispiel Leute, die leben in Regionen, die fühlen sich abgehängt, weil die jungen Leute weggehen. Dann haben wir also eine Ungleichheit zwischen Regionen. Es gibt eine Ungleichheit zwischen Personen im Einkommen. Es gibt eine Ungleichheit im Vermögen. Es gibt Ungleichheiten in der Lebenserwartung. Es gibt Ungleichheiten in der Lebenszufriedenheit. Es gibt also Umfragen dazu, wie glücklich sind eigentlich die Menschen mit ihrem Leben. Wir haben, was dieses Thema abgehängt sein angeht, im Moment eine sehr hohe Salienz durch den Aufstieg der AfD. Der ist ja einhergegangen, nicht so sehr mit wachsender Ungleichheit, sondern mit der Immigrationswelle, mit der Flüchtlingskrise. Diejenigen, die sich dadurch bedroht fühlen, das hat Herr Fratscher gesagt, das stimme ich auch voll zu, das sind aber genau diejenigen, die nicht etwa dort wohnen, wo die Flüchtlinge hingehen, sondern die in irgendwelchen Regionen wohnen, in denen alle verschwinden. Also wir hatten etwa eine Studie, das passt auch zu den Ergebnissen, die zeigen, Leute, die sich durch die Flüchtlingswelle bedroht fühlen, das sind eigentlich Menschen, die aus verschiedenen Gründen verbittert sind. In Umfragen, die sich denken, also irgendwie ist das schiefgelaufen. Ungleichheit ist ein vieldimensionales Problem. Ich denke allerdings, sozusagen der Eindruck, der gelegentlich entsteht oder erweckt wird, Deutschland sei nun ein besonders ungleiches Land oder ein Land, in dem man überhaupt keine Chancen hat, ich glaube, das ist aus vielen Gründen unangemessen. Ich will nur zwei nennen. Wenn wir uns die Einkommensungleichheit anschauen, die Nettoeinkommensungleichheit, dann ist die niedrigste in Deutschland unter den G7-Staaten. Sie ist höher als etwa in Skandinavien, richtig, man kann also sagen, man kann da auch noch besser sein, ja, aber sie ist die niedrigste unter den G7-Staaten, das heißt, wir bewegen uns da irgendwie im Mittelfeld. Eine andere Frage ist, die, glaube ich, sehr wichtig ist, was ist eigentlich mit jungen Leuten, wenn die eben eine Ausbildung beendet haben und auf den Arbeitsmarkt kommen. Es gibt kein vergleichbares Industrieland mit einer so niedrigen Arbeitslosenquote wie in Deutschland. Das hat zu tun mit dem System der dualen Ausbildung. Die Chancen für junge Menschen in Deutschland sind so unendlich besser als in fast allen anderen Ländern um uns herum. In Südeuropa haben wir 40% Jugendarbeitslosigkeit, in Deutschland 6. Da kann mir niemand erzählen, es gebe keine Chancen. Also das Bild ist wie immer gemischt. Natürlich gibt es die andere Seite, reden wir vielleicht noch darüber, etwa Stundenlohnungleichheit, die gestiegen ist seit den 90er Jahren. Dann ist es also nicht alles nun völlig okay, aber das Bild ist sehr gemischt und in Deutschland sind die Verhältnisse in vielen Dimensionen doch sehr gut. Nun haben wir jetzt aber gerade ja auch die Zeit eines langanhaltenden, demnächst das längsten, wie Altmaier ja gesagt hat, Wirtschaftsbooms. Trotzdem müssen wir uns darüber freuen, dass die Ungleichheit gleich bleibt, Einkommen vielleicht ein bisschen zurückgeht. Müsste das nicht eigentlich gerade in solchen Zeiten noch viel stärker der Fall sein? Und das, ist das nicht auch ein Grund, warum sich viele abgehängt fühlen? Ich denke, das ist in der Tat die Frage, was ist unser Anspruch? Natürlich stimme ich mit Clemens Fuß voll überein, dass wir, wenn wir uns mit vielen anderen Ländern vergleichen, besser dastehen. Nur die Menschen vergleichen sich nicht mit anderen Ländern, sondern sie vergleichen sich mit ihren Nachbarn oder mit Menschen in ähnlichen Lebenssituationen. Und das ist der Vergleich. Also die Frage ist eines unseres Anspruchs. In der Tat, es ist richtig, wenn man sich den langfristigen Trend anschaut, sind viele Ungleichheitsmaße nach oben gegangen. Wenn man 2005 als Vergleichsmaßstab nimmt, also wirklich das Krisenjahr, dann sind wir auf dem ungefähr gleichen Niveau geblieben. Wir sehen, dass ungefähr 20% die Menschen mit den geringsten Einkommen heute geringere Realeinkommen haben als noch in den 90er Jahren. Wenn man sich das beim Markteinkommen anschaut, sind es sogar 40%, die unteren 40%, die geringere Markteinkommen haben. Also die Frage ist wirklich die des Anspruchs und ich würde Ihnen ganz am Anfang widersprechen, wo Sie sagten, haben wir uns diesen Wirtschaftsboom erkauft durch mehr Ungleichheit? Ich würde es komplett umdrehen. Ich glaube, nur wenn wir mehr Chancen haben, mehr Menschen eine Teilhabe ermöglichen, werden wir diesen Wohlstand und diesen Kurs weiter fortfahren können. Für mich ist das weniger ein Thema, dass jetzt dadurch überhaupt mehr Wachstum entstanden ist, das ist falsch. Ich glaube, ganz wichtig, wenn man mehr Chancen schafft, mehr soziale, wirtschaftliche Teilhabe öffnet, wir haben 50.000 junge Menschen, die jedes Jahr einen Schulabschluss abgeben. Was mal als konkretes Beispiel. Wir wissen, wie groß die Schwierigkeiten sein werden, für diese Menschen Arbeit zu finden, gute Arbeit langfristig zu finden. Wir haben in Deutschland, gerade wenn das, was das Thema Gender betrifft, bei der Gleichstellung, da sind wir deutlich hinten dran. Die größte wirtschaftliche Potenzial, was wir in Deutschland haben, sind Frauen. Wir haben eine sehr
einen sehr, sehr starken Anstieg der Beschäftigungsquote von Frauen gehabt, von knapp 50% in Westdeutschland Anfang der 90er auf heute 70%, aber viele, viele Frauen in Teilzeit. 80% arbeiten Teilzeit und viele würden gerne mehr arbeiten. Also hier geht es eigentlich für mich um die Frage, wie können wir das Potenzial, das wir heute nicht heben, besser heben? Also es geht für mich gar nicht darum zu sagen, Ungleichheit per se ist ein Problem. Die Frage ist, was steht dahinter? Was sind die Ursachen? Und wenn das freiwillige Entscheidungen stehen über Bildung, über Qualifizierung, über Risiken, die ich in meinem Leben eingehe, ist überhaupt nichts falsch daran. Sondern mein Punkt ist, ein Teil dieser Ungleichheit, die wir heute sehen oder der Verteilungsthematik ist, dass viele Menschen eben nicht ihre Talente, Fähigkeiten entwickeln können, nutzen können, sich damit einbringen können. Und aus einer positiven Perspektive würde ich sagen, damit entgeht uns einfach ein unglaublich großes Potenzial und darum sollte es gehen. Also ganz, ganz wichtig für mich ist der Punkt, wenn Leute über Ungleichheit denken, häufig sagen sie entweder, das ist kein Problem oder die andere Reaktion ist häufig, oh, dann müssen wir aber mal die Steuern erheben und umverteilen, damit das wieder gleicher wird. Und das ist meiner Ansicht nach falscher Ansatz, sondern es geht darum, Teilhabe zu ermöglichen, Chancen zu eröffnen und 70 Jahre soziale Marktwirtschaft, diese Idee von Erhard sozialer Marktwirtschaft ging eigentlich um Eigenverantwortung, Menschen Chancen zu eröffnen, dass sie mehr Teilhabe haben. Da liegt für mich der Schlüssel als Ursache eines Teils der Ungleichheit und auch als ein positives Szenario zu sagen, da haben wir einfach unglaublich viel Potenzial, was wir noch nicht nutzen. Das ist ja ein bisschen die These oder die auch umstrittene Diskussion, ist sozusagen Ungleichheit mittlerweile eher schädlich für Wirtschaftswachstum oder brauchen wir umgekehrt die andere Sichtweise ein gewisses Maß in einer Marktwirtschaft an Ungleichheit, um dynamisch wachsen zu können? Ja, also sozusagen dieses Thema Wachstum und Ungleichheit so direkt zu verbinden, ist nicht sinnvoll. Ich komme gleich mal darauf zurück, aber zunächst noch mal zu den Fakten. Also wir müssen verstehen, wie die Ungleichheit, die wir messen, bei uns entsteht. Und da will ich nur mal zwei Dinge erwähnen, die, glaube ich, wichtig sind. Das eine ist, wir haben ja in den letzten Jahren ein starkes Anwachsen der Beschäftigung gehabt und eine starke Zuwanderung. Also seit 2010 haben wir 3 Millionen Menschen in den Arbeitsmarkt integriert, seit 2010 2 Millionen Zuwanderung. Das sind Menschen, also die zu uns kommen und leider ist es so, dass die nach Deutschland kommen, meistens nicht Software-Ingenieure sind, sondern das sind oft Leute, die irgendwie eine schlichte Ausbildung haben und die gehen in diesen unteren Arbeitsmarktbereich und das erklärt, warum dort, wenn sie immer die 20% betrachten, die unten sind in der Verteilung, warum da die Einkommen stagnieren. Aber die in den 90ern dort waren, das sind nicht die gleichen, die heute da sind. Das ist ja wichtig. Also es wäre was anderes, wenn es immer die gleichen wären. Aber wir haben eben da sehr viele Leute integriert. Viele sind unten in den Arbeitsmarkt hineingegangen. Etwas anderes, was man sehen muss, wenn man diese Zahlen sieht, ist, dass Ungleichheit etwas zu tun hat mit Demografie. Ja, wenn Menschen 25 sind, also wenn man die Menschen in diesem Raum sind, nicht sehr viele 25-Jährige dabei, fürchte ich, im Alter von 25 anschauen würde und die Ungleichheit messen würde, dann wäre die ziemlich gering. Denn die meisten haben ihre Ausbildung fertig und haben so ungefähr das gleiche Einkommen. Wenn die 50 sind heute, ist die Ungleichheit viel größer. Die Zahl der 25-Jährigen, die war im Jahr 1995 in Deutschland viel größer als heute. Heute sind die 50 geworden. Das heißt, selbst wenn sich im Lebenszyklus überhaupt nichts ändert, muss es so sein, dass wir mechanisch höhere Ungleichheit messen. Das ist jetzt nicht die ganze Geschichte. Man kann in der Tat zeigen, dass auch über den Lebenszyklus Ungleichheit eher zugenommen hat, von den 80ern bis in die 2000er. Aber sozusagen die gemessene Ungleichheit hat eben auch sehr viel mit unserer Demografie zu tun. Jetzt könnte man weitermachen. Aber lassen Sie mich jetzt zu diesem Thema Ungleichheit und Wachstum kommen. Es gibt eine Reihe von Studien, die versucht haben, den Einfluss von Ungleichheit auf Wachstum zu messen. Da gibt es erstmal eine große akademische Literatur, deren Ergebnis ist, es gibt keinen systematischen Zusammenhang. Dann hat es zwei Studien der OECD, eine der OECD und eine des IWF gegeben. Das sind junge Leute aus diesen beiden Organisationen, die wollten mal was Originelles schreiben. Und dann haben sie ausgerechnet, dass also mit wachsender Ungleichheit niedrigeres Wachstum einhergeht. Und diese Ergebnisse sind einfach falsch und nicht robust. Es hat danach zum Beispiel vom Sachverständigenrat einen Test gegeben. Die haben also 500 Varianten dieser Regression ausgerechnet und geguckt, ist das robust? Und da kam heraus, das, was auch schon vorher herausgekommen war in der akademischen Literatur, es gibt diesen Zusammenhang nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel am IFO eine Studie, die zeigt,
die Korrelation zwischen Ungleichheit und Wachstum ist in der Tat negativ bei Ländern bis zu ungefähr 7.000 Dollar pro Kopf Einkommen. Das ist so der Fall. Mexiko führt in den 60er Jahren die Schulpflicht ein, dann steigt das Wachstum und es steigt auch, sinkt die Ungleichheit. Nur bei Industrieländern ist der Zusammenhang genau negativ. Das sind eben Länder wie Schweden, die hatten einen expandierenden Wohlfahrtsstaat, viel Gleichheit, aber kein Wachstum mehr, Großbritannien genauso. Und dann war der Zusammenhang negativ. Aber ich würde mich niemals hinstellen und sagen, sozusagen die Ungleichheit, wachsende Ungleichheit verursacht Wachstum, sondern das sind zwei Ergebnisse von Politiken. Und ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, was sind denn smarte Politiken, die möglichst die Ungleichheit nicht erhöhen, aber das Wachstum steigern. So würde ich sehen. Herr Fratscher, jetzt erwarte ich mir aber Widerspruch. Kein Widerspruch zu Wachstum und Ungleichheit. Man muss sich wirklich genau anschauen, woher kommt die Ungleichheit. Und das, was ich eben gesagt habe, ist das ein Resultat der freien Entscheidung oder ist es ein Resultat davon, dass Menschen, dass man ihnen Chancen verwehrt oder Talente nicht entwickeln können. Und deshalb ist es völlig klar, dass es hier keine 1:1 Verhältnis für gibt. Aber was wir sehr wohl sehen in verschiedenen Studien ist, wenn diese Ungleichheit durch fehlende Chancen, durch fehlende Teilhabe entsteht, dass dann negative Auswirkungen aufs Wachstum entstehen. Es gibt eine sehr schöne neue Studie vom IAB übrigens, die sich mal angeschaut haben, ein Schock, wenn Ungleichheit steigt, also nicht durch Produktivitätswachstum oder andere Faktoren, die Clemens Fuß jetzt erwähnt hat, entstehen, sondern wirklich, wenn Ungleichheit steigt, dass das das Wachstum reduziert. Denn alleine schon von der Nachfrageseite her. Menschen mit geringem Einkommen haben eine höhere Konsumquote, eine höhere Ausgabenquote auf der Nachfrageseite, genauso wie auf der Angebotsseite. Menschen, die geringe oder noch geringere Einkommen haben, haben häufig größere Schwierigkeiten, in den Arbeitsmarkt zu kommen, Chancen zu nutzen. Also man muss genau hinschauen, was ist die Ursache für diese Ungleichheit. Wir sollen ja ein bisschen streiten, Clemens, deshalb darf ich dir beim ersten Punkt, ich gebe dir absolut recht, man muss die Demografie mit berücksichtigen. Aber ich finde dieses Argument zu sagen, die unteren 40% oder unteren 30% heute sind ja andere Menschen als vor 30 Jahren, für mich kein schlagendes Argument zu sagen, deshalb ist es ja, sollte es uns nicht sorgen. Denn was dahinter steht, ist, dass wir in Deutschland einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich haben und atypischen Beschäftigungsbereich. Ich habe es angesprochen, Deutschland 20%, atypisch, Frankreich beispielsweise mal als ein Vergleich, liegt es ungefähr bei 10%. Und hier muss es sehr wohl der Anspruch sein, zu sagen, egal, ob das jetzt die gleichen oder nicht die gleichen Menschen sind, es sind übrigens ja, es sind mehr Migranten, obwohl viele europäische Immigranten gut qualifiziert sind, aber es sind auch viel mehr Frauen, die in den Arbeitsmarkt gekommen sind, jetzt beschäftigt sind, viel mehr alleinstehende Frauen, alleinstehende Mütter übrigens, alleinerziehende Frauen, die in diese Gruppe fallen. Und da würde ich jetzt nicht sagen, oh, das sind ja andere Menschen, als es vor 30 Jahren war, deshalb ist es uns egal. Also es geht ja darum zu sagen, was sind das für Jobs und wie können wir auch in dem Bereich Chancen eröffnen, damit die Menschen bessere Löhne, bessere Einkommen bekommen, besser abgesichert sind und sich dadurch besser stellen können. Also ich glaube, das muss schon Anspruch sein. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt. Es macht ja auch was mit unserem gesellschaftlichen Gefüge, mit unserem Sozialgefüge. Wir haben einen starken Anstieg des Armutsrisikos in Deutschland von ungefähr 10% 2005 auf heute 17%. Das sind Menschen, die weniger als 60% des mittleren Einkommens bekommen. Jetzt kann man sagen, ist doch alles nicht so schlimm, weil das Medianeinkommen ist halt gestiegen und damit haben die Menschen jetzt, die unteren, gar nicht unbedingt viel weniger Geld. Es ist einfach so, dass die oben sich besser stellen. Aber viel in dieser Diskussion und Ihre erste Frage war, woher kommt diese Unzufriedenheit? Es geht um soziale, gesellschaftliche Teilhabe. Ja, und wenn die Menschen das Gefühl haben, meine Kinder gehen hier können nicht mit ins Kino gehen oder zu Aktivitäten gehen, was andere Kinder machen, weil ich es mir nicht leisten kann, dann hat das was mit sozialer Teilhabe zu tun. Also ich glaube, auch aus einer gesellschaftlichen Perspektive, nicht nur aus einer wirtschaftlichen Perspektive, ist es wichtig, sich das anzuschauen und diese Problematik ernst zu nehmen. Ob das jetzt die gleichen Menschen sind, ja oder nein, halte ich für sekundär. Anspruch muss sein, dass Menschen mit der eigenen Hände Arbeit, jetzt komme ich wieder auf Erhard zurück, für sich sorgen können sollten, dass sie Eigenverantwortung übernehmen können. Und das ist für viele oder für deutlich mehr Menschen heute nicht mehr der Fall, als es vor 30, 40 Jahren war. Letzte Zahl, dann mache ich hier einen Punkt. Wir haben in Ostdeutschland als ein Beispiel
knapp ein Drittel der Haushalte, die die Hälfte oder mehr ihres monatlichen Einkommens durch staatliche Leistung erhalten. Jetzt kann man sagen, da sind auch Renten mit drin und andere Leistungen mit drin, das stimmt. Aber das führt natürlich zu einer unheimlich hohen Abhängigkeit vom Sozialstaat. Also es begrenzt wieder diese Eigenverantwortung. Das macht mir letztlich Sorge. Also ich denke, es hat diese wirtschaftliche Komponente, aber auch die gesellschaftliche Komponente um die Frage der sozialen Teilhabe. Haben wir ein Problem mit prekärer Beschäftigung? Und um das dann noch hinterherzuschieben, glauben Sie, im Rahmen der Digitalisierung, was wir heute besprochen haben, wird dieses Problem sich möglicherweise noch verschärfen? Also wir haben viel Teilzeitbeschäftigung, das ist teilweise erwünscht. Also ich kann sagen, an meinem Institut, das wird bei denen nicht anders sein, gibt es alle möglichen Leute, die gerne 10 Stunden arbeiten wollen, 15, mit Homeoffice, ohne, wir machen wir alles mit und so. Das ist also ein verbreiteter Trend. Das ist nicht prekär. Es gibt viele Leute, die Jobs haben, in der Tat, zu niedrigen Löhnen. Das wissen wir aus den Daten. Wir haben gerade über die Gründe gesprochen. Das hat viel mit Zuwanderung zu tun. Die Frage ist natürlich immer, was ist die Alternative? Wenn die Alternative ist, so viel zu verdienen wie ein Ingenieur, wunderbar, das wünschen wir uns in der Tat. Wenn die Alternative ist, arbeitslos zu sein, dann ist es eben nicht so gut. Also die 10% in Frankreich, die sind halt arbeitslos. Und wir haben ja 2005 diese Debatte gehabt, wollen wir die sozusagen die Menschen eher in den Arbeitsmarkt integrieren und ihnen was dazugeben? Oder wollen wir, dass sie arbeitslos sind und draußen sind? Also wir haben uns damals, glaube ich, richtig entschieden für Inklusion, zumindest in den Arbeitsmarkt. Aber der Preis ist dann natürlich, dass es Aufstockungen gibt. Es reicht nicht zum Leben und so weiter. Und jetzt haben wir das geschafft. Und jetzt sagen wir, um Gottes Willen, ist ja schrecklich, dass da aufgestockt wird. In der Tat, es wäre schöner, wenn man nicht abhängig ist davon. Aber die Frage ist, können wir uns das alles aussuchen? Es ist abgesehen davon in der Tat so, dass Löhne niemals in irgendeinem Sinne gerecht sind. Ja, das sind Marktpreise. Ne? Genauso wenig ist der Preis von Weizen oder Benzin in irgendeiner Weise gerecht, sondern der ist einfach nur, wie er ist und reflektiert Knappheiten. Und die Frage ist, wenn wir eben ein Problem haben, wenn wir glauben, bestimmte Löhne sind zu niedrig und in der Tat nicht nur wegen der Zuwanderung, sondern auch wegen des technischen Wandels, Globalisierung, wegen dieser Trends, über die wir lange diskutieren, wissen wir ja, dass die Einkommen, die Chancen auseinandergehen zwischen hoch- und niedrig qualifizierten. Die Frage ist, was tun wir? Und das kann man sich nicht aussuchen. Das war eben diese schwierige Wahl 2005 in den Hartz-Reformen. Und damals war die Entscheidung sozusagen, ich glaube, es war der Wahlkampfspruch der CDU, sozial ist, was Arbeit schafft. Das hat jetzt funktioniert. Ich halte das auch nach wie vor für richtig. Aber die Aussage war nicht, wenn wir Arbeit schaffen, haben wir alle Probleme gelöst. In der Tat ist diese Frage Niedriglohnsektor, was sind Aufstiegsperspektiven wichtig? Immer mehr Kinder kommen ja auch aus Milieus, in denen jetzt nicht zu Hause jeden Tag die Kinder mit der Geigenstunde gequält werden. Ich glaube, ein Bereich, in dem wir uns wirklich fragen müssen, ob wir nicht Reformen brauchen, das sind die Schulen. Ich meine, das ist hier nicht eine Sache des Bundestages, aber unser Schulsystem etwa ist in der Tat eins, das eher Kinder aus begüterten Elternhäusern bevorteilt und zwar auch im Vergleich zu anderen Schulsystemen. Das ist, glaube ich, eine Baustelle, an der wir arbeiten müssen. Für mich ist interessant, dass das nicht passiert. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Schulpolitik in Deutschland von Eltern dominiert wird, die Akademiker sind. Und die sagen, das ist nicht mein Problem, sondern mein Problem ist, kann das Kind mit 12 Chinesisch? Und ich glaube, da müssen wir wirklich, das hat ja Herr Fratscher immer wieder auch betont, und ich glaube, es ist richtig. Herr Fratscher, wird die Digitalisierung die Probleme, die Herr Fust auch gerade geschildert hat, also die Frage Soziales, was Arbeit schafft, wir haben die Leute in Arbeit gebracht, ist das jetzt wieder gefährdet dadurch, dass die Digitalisierung möglicherweise Jobs und dann nicht nur unten, sondern auch in der Mitte vernichten wird? Ja, es wird eine massive Herausforderung sein. Nicht, weil es nicht schon immer Wandel gegeben hat. Seit Beginn der industriellen Revolution war immer wieder dieser Druck, es gibt Strukturveränderungen, Jobs fallen weg, es müssen neue Arbeitsplätze entstehen. Und das hat eigentlich immer sehr gut geklappt. Es sind immer bessere Arbeitsplätze entstanden mit besseren Einkommen, mit besseren Chancen, mit besseren Lebensbedingungen. Was jetzt wirklich anders ist, was mir Sorge macht, ist die Geschwindigkeit des technologischen Wandels. Das ist einfach sehr disruptiv, ist in dem Sinne, dass es sehr, sehr schnell vonstatten geht.
Also diese Idee vor 30, vor wahrscheinlich auch noch 25 Jahren, ich mache hier eine Ausbildung und kann mit dieser Ausbildung praktisch bis an mein Berufsende mehr oder weniger den gleichen Job machen. Das wird für Menschen, die heute einen Abschluss machen, mit Sicherheit und mit hoher Sicherheit nicht mehr gelten. Also diese Frage lebenslange Lernen, viele von uns sagen, es ist doch toll, da lerne ich was Neues. Für viele ist es aber auch eine Bedrohung. Die sagen, ich habe hier den Druck, ich muss mich verändern, ich muss etwas tun. Also die Antwort ist... Sparen können wir es Ihnen nicht. Bitte? Ersparen können wir es Ihnen nicht. Wir können es nicht ersparen, aber wir können Ihnen helfen, mit diesem Wandel umzugehen. Bildung, kann man lange darüber diskutieren. Wir machen bei uns viel über frühkindliche Bildung. Auch das würde ich noch unterstreichen, was Clemens Fuß gesagt hat. Bei uns mogelt sich die Gesellschaft zu häufig aus der Verantwortung, gerade in Familien, bei denen die Kinder die Unterstützung nicht bekommen. Qualifizierungs-, lebenslanges Lernen, ich glaube, das Thema berufliche Fortbildung, Weiterbildung wird an massiver Bedeutung gewinnen. Wir werden auch, wir haben diese Diskussion um bedingungsloses Grundeinkommen. Dieses Thema wird extrem kontrovers diskutiert. Wie müssen wir unsere Sozialsysteme reformieren? Ich halte das bedingungslose Grundeinkommen eigentlich für grundfalsch, weil es für mich eher ein Mogeln aus der Verantwortung des Staates ist, zu sagen, hier hast du 1.000 Euro, mach was draus, sondern letztlich muss es darum gehen, Chancen zu öffnen, Menschen mitzunehmen. Vielleicht noch ein zweiter Punkt. Ich glaube, nicht nur diese Herausforderung, wie kann man die Menschen vorbereiten, sondern es wird auch unsere Struktur, also soziale Struktur verändern. Denn die Jobs, die erst einmal gefährdet sind, sind häufig Jobs, die heute irgendwo in der Mittelschicht angesiedelt sind. Relativ gut bezahlte Jobs, gerade in der Industrie, die relativ leichter zu automatisieren sind. Jetzt kann man sagen, das ist schlimm. Wir sehen bereits jetzt eine schrumpfende Mittelschicht. Die Mittelschicht wird dünner. Es schaffen einige den Sprung nach oben, aber andere auch nicht. Andererseits eröffnet es natürlich auch wahnsinnige Chancen für Menschen oder für Berufe, die heute nicht die Wertschätzung erhalten. Nehmen wir mal Altenpflege. Wir haben 900.000 Altenpflegerinnen und Altenpfleger, übrigens fast 90% davon Frauen. Verdammt harter Job, braucht eine gute Qualifizierung, nicht besonders gut bezahlt, auch nicht von der Wertschätzung her, was man sich wünschen würde. Und solche Berufe werden durch diesen technologischen Wandel massiv aufgewertet, weil das können sie am allerwenigsten wegautomatisieren. Also das, was uns als Mensch ausmacht, Empathie, Kreativität, diese Dinge werden mehr an Wert gewinnen. Also wir werden so einen wirklichen großen Wandel auch in der Arbeitswelt haben, welche Berufe an Wert gewinnen. Ich denke, das ist gut, weil es uns wirklich ermöglicht, uns auf das zu konzentrieren, was uns als Mensch ausmacht. Aber heißt auch natürlich, es ist hochdisruptiv, stellt viele Menschen vor große Herausforderungen, verunsichert diese Menschen. Und das werden wir dann auch in den gesellschaftlichen Konflikten widerspiegeln. Also eine riesige Herausforderung, aber ich will optimistisch sein, sagen, wenn wir uns gut darauf vorbereiten und wenn wir auch frühzeitig die Weichenstellung setzen, sagen, was brauchen wir für eine Bildung, für eine Qualifizierung, wie kann man Menschen mehr Eigenverantwortung geben, dann bin ich optimistisch, dass es gelingt. Herr Fuß, was kann der Staat tun, was kann die Politik tun, um uns durch diese disruptiven Zeiten zu geleiten? Naja, erstmal hat das Ganze auch positive Seiten, was unser Thema angeht, also Einkommensungleichheit. Das Erste, was ja hilft, ist der Fachkräftemangel. Also die Menschen werden knapper und ich werde oft gefragt aus der Wirtschaft, ja, Herr Gott, der Fachkräftemangel ist, kürzlich war ich mal beim Verband der Spediteure, das hat ziemliche Wellen geschlagen, die haben mir immer gesagt, Mensch, wir finden keine Fahrer mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, wie wäre es mit Löhne erhöhen? In der Marktwirtschaft, das hören die, das hat Empörung ausgelöst, aber in der Marktwirtschaft ist es so, wenn die Leute knapp sind, dann steigt der Preis. Das ist Marktwirtschaft. Also wie wäre es mit Döner? Das hat große Empörung ausgelöst, fand ich interessant. Aber das wird in mancher Dimension ja helfen. Und das gilt auch für Disruption. Nehmen Sie mal an, es kommt eine Riesendisruption und die Hälfte unserer wunderbaren, Gott möge verhindern, dass das passiert, aber die Hälfte unserer wunderbaren Familienunternehmen geht pleite. Was die Vermögensverteilung angeht, ist das dann eher eine Sache, die zu mehr Gleichheit führt. Nicht die Art von Gleichheit, die wir eigentlich wollen. Ne? Denn Gleichheit soll ja nicht, wie, glaube ich, Gerd Schröder immer sagte, so sein, dass die, die viel hatten, nichts mehr haben, sondern aber es werden sozusagen, wenn das ein disruptiver Wandel wird, wenn das wirklich stimmt, dann werden dort neue kommen. Und es wird Kapital entwertet. Das ist Disruption. Und insofern ist für mich noch nicht ausgemacht, dass das alles schlimmer wird.
Aber es ist klar, dass in dieser Welt der Digitalisierung diejenigen gut dastehen werden, die mit Computern umgehen können. Und mein Rat an die Politik wäre, wir müssen jetzt keine genialen Ideen haben, sondern wir sollten uns vielleicht mal darauf konzentrieren, die low-hanging fruits zu ernten. Ich sehe an der Uni immer noch jede Menge Studenten, die können nicht Excel. Die kommen da, sind 19 Jahre alt, können nicht Excel. Ich will gar nicht jetzt von Python oder irgendwelchen komplizierten Programmen reden. Die können nicht mehr Excel. Ich fände es gut, wenn in der Schule den Kindern beigebracht würde, wie Excel geht. Das ist keine Rocket Science, wie man sagt. Ist relativ einfach. Und dann fände ich es gut, wenn die Politik einfach mal bei sich anfangen würde, und zwar in der Administration, oder es ist nicht die Politik, sondern sozusagen in unserer Administration, E-Government. Das ist ein Bereich, in dem ist Deutschland ziemlich schlecht. Sauschlecht sogar. Hier und da wird es besser, aber wir sind immer noch sehr schlecht. Also da müsste man investieren, so die ganz großen Herausforderungen. Warum haben wir kein Google in Europa? Daran wird die Politik wahrscheinlich auch nicht viel ändern können. Ich glaube, wir haben von Herrn Altmaier einige Ideen gehört, Datenallmende, die sehr gut sind und sehr wichtig sind. Die sollten wir äußerst ernst nehmen, dann müssen wir auch handeln. Aber es gibt ein paar Dinge, die sind relativ einfach. Zum Beispiel fände ich es gut, wenn man im Koalitionsvertrag stehen würde, innerhalb eines Jahres muss niemand mehr zum Kfz-Meldeamt persönlich fahren, um sein Auto umzumelden. In Berlin wären wir ja froh, wenn wir einen Termin kriegen würden. Aber genau, also das fände ich super, und das würde wirklich einiges weiterbringen. Das ist ganz einfach, das ist eigentlich in fast allen zivilisierten Ländern, die ich kenne, so, nur in Deutschland nicht. Ich würde gerne den Bogen mal zu Europa spannen, weil viele dieser Fragen, die wir hier diskutieren müssen oder sollen, ja europäisch auch gelöst werden. Herr Altmaier hat ja auch schon einiges angedeutet. Airbus war ein europäisches Projekt. Die Kanzlerin hat ein Investitionsbudget vorgeschlagen, mit dem wir möglichst innovative Technologien fördern in Europa, künstliche Intelligenz und so weiter. Geht das in die richtige Richtung? Ich denke, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, denn erst einmal geht es darum, dass Europa, nicht nur das, was Clemens Fuß völlig zu Recht für Deutschland beschrieben hat, aber auch für Europa, wir natürlich im internationalen, globalen Vergleich hinten dran sind. Also wenn man sich fragt, wo kommen die wirklich innovativen Unternehmen im Bereich Digitalisierung her, im IKT-Bereich her, ich hoffe, die Vorrednerin nehmen mir das nicht übel, wenn ich das sage, aber viel dieser Innovation kommt natürlich aus den USA, kommt aus Asien. Und die Frage, wie können wir da aufholen, wie können wir uns da besser aufstellen? Und ein wichtiger Teil der Antwort ist, gerade in diesen Bereichen ist es wichtig, einen großen Markt zu haben. Wenn Sie mit Startup-Unternehmern hier in Berlin sprechen, die sagen Ihnen, ja, ich brauche einen groß genug Markt. Deutschland als Markt ist nicht groß genug. Ich brauche das gesamte Europa. Und da sind ist einfach noch viel zu viel Fragmentierung, viel zu viele Unterschiede über Länder hinweg. Also Binnenmarkt vertiefen, gerade was Dienstleistungen betrifft, ist eine wichtige Priorität. Wir brauchen, glaube ich, auch bessere Anreize, innovativ zu sein. Also was mich ganz konkret in Deutschland immer wieder wundert, ist diese Mentalität gegenüber Menschen, die etwas riskieren, gegenüber Unternehmern, die vielleicht auch mal scheitern. Also in Deutschland zu scheitern als Unternehmer wird auch steuerlich übrigens sehr schlecht angesehen. Also da werden sie doppelt und dreifach für bestraft. Also da mehr Offenheit zu haben, sagen wir wollen, dass Unternehmer Risiken eingehen, dass sie letztlich hiermit erfolgreich sein können, ist wichtig. Also Investitionsoffensive oder dieses Investitionsprojekt, man muss sehen genau, wie es ausgestaltet ist, halte ich für wichtig. Ich glaube nicht, dass es der große Wurf alleine wird. Wir haben ja den Juncker-Plan, wir haben den EFSI, wo ja auch 21 Milliarden Euro reingegangen sind. Man muss sich also genau anschauen, was sind da für Projekte, die hier finanziert werden sollen, die nicht von den Privaten finanziert werden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, glaube ich, schon, dass wir mehr Wert auf Konvergenz legen können. Europa und gerade die Währungsunion können nur funktionieren, wenn es wieder einen Konvergenzprozess gibt. Das heißt nicht, dass alle gleich sind, gleiche Einkommen haben oder Pro-Kopf-Einkommen haben, sondern dass es wieder mehr Konvergenz, mehr Zusammenwachsen der Volkswirtschaften gibt. Und dafür, glaube ich, brauchen wir andere Elemente. Dafür brauchen wir eine funktionierende Bankenunion und Kapitalmarktunion, dass nationale Risiken, die im Augenblick da sitzen in Italien, weil viele italienische Banken italienische Staatsanleihen halten und das gleiche in anderen Ländern, das zu durchbrechen, um wieder integrierte Kapitalmärkte zu haben, das halte ich für wichtig. Und wir brauchen, glaube ich, auch Krisenmechanismen, die verhindern, dass Länder in Krisen so leicht abrutschen. Also das sind verschiedene Elemente. Wir wissen, der französische Präsident will da deutlich mehr von Deutschland. Ich glaube, wir sollten in Deutschland sagen, ja, wir brauchen gute staatliche Mechanismen, aber wir brauchen auch gut funktionierende Marktmechanismen. Das ist also den Beitrag, den ich mir eigentlich von deutscher Seite wünschen würde, zu sagen, wir brauchen beides.
gut funktionierende Institutionen, aber auch die richtigen Marktanreize. Zum Beispiel, was ich eben erwähnt habe, dass Länder sich eben nicht immer weiter verschulden, dass, wenn Banken bankrott gehen, wir wirklich sicherstellen, dass die privaten Gläubiger als erstes zur Kasse gebeten werden und nicht die Steuerzahler. Das würde ich mir wünschen, von deutscher Seite diesen Punkt stärker zu machen, damit man in Balance kommt zwischen, ja, guten europäischen Institutionen, aber auch funktionierenden Marktmechanismen. Herr Fuß, wir haben den ESM, wir haben den Juncker-Plan und. Es gibt genug Geldtöpfe. Würden Sie sagen, trotzdem, es braucht noch einen weiteren für innovative Investitionen? Ja, wir haben ja eine ganze Menge Geld schon in Europa, aber wir setzen es falsch ein. Ich bin auch der Meinung, wir brauchen Mittel, um in sinnvolle Dinge zu investieren. Wenn wir uns heute, aber das heißt nicht unbedingt, wir brauchen mehr Geld, wenn wir uns heute anschauen, wofür geben wir das Geld im europäischen Budget aus, dann sind das Projekte wie zum Beispiel folgende in Pforzheim. Das ist so das Beispiel, das ich immer, auch wenn die auf die Gefahr hin, dass die Pforzheimer mich nicht mehr mögen, da gab es ein vergammeltes Schwimmbad und das ist dann mit europäischen Mitteln umgebaut worden in Büros. In Dortmund gibt es Marktplätze, die sind so ein bisschen runtergekommen, die sind mit EU-Mitteln renoviert worden. In Kalkriese gibt es dieses Schlachtfeld, das Sie alle kennen, und das Besucherzentrum ist mit europäischen Mitteln finanziert worden. Da kann man immer noch sagen, okay, die Germanen haben die Römer verprügelt, das war was Europäisches. Ne? Aber es gibt alte Industriebrachen in Nürnberg, es gibt Wassertanks und man könnte so weitermachen. In Brandenburg, also die EU gibt das Geld für die falschen Dinge aus. Und das hat nicht damit zu tun, dass Brüssel irgendwie böse wäre oder uneinsichtig, sondern es hat natürlich damit zu tun, dass die Mitgliedstaaten dann versuchen, aus dem Pott, der einmal da ist, wir legen das Geld dahin, und dann sagen wir natürlich, ja, besser, wir holen uns ein bisschen was zurück, machen aus einem Euro 50 Cent, als der Euro fließt woanders hin und wir haben null davon. Na, also eine gewisse, sozusagen, erscheint es doch als Wahnsinn, so hat es doch Methode. Ne? Und ich glaube, da müssen wir wegkommen, diese Gelder müssen wir besser einsetzen und wir müssen uns von diesem kleinlichen Denken lösen. Warum gründen wir nicht mal eine europäische Universität? Wir haben das Europäische Hochschulinstitut in Florenz, das darf aber keine Universität sein, weil da also eifersüchtig Kompetenzen geschützt werden. Das hat alles eine gewisse Erbärmlichkeit. Und ich glaube, es wäre jetzt an der Zeit, dass wir gemeinsam in Europa mal etwas Großartiges tun. Und großartig ist nicht dieses Herumgezerre jetzt um den ESM. Das interessiert die Menschen auch nicht, verstehen die auch nicht. Das sind alles sehr wichtige Fragen. Aber wir müssen, glaube ich, uns mal etwas lösen von dem Geldstreit um diese Währungsunion. Das wird nämlich nicht besser, sondern alles noch schlimmer. Sondern wir müssen ein paar positive Dinge tun. Und ich fände es zum Beispiel großartig, wenn man sagen würde, wir gründen meinetwegen können wir das auch ein Hochschulinstitut nennen, aber wir gründen ein Spitzeninstitut. Es gibt ja da auch Ideen jetzt im Koalitionsvertrag, meinetwegen zwischen Deutschland und Frankreich, für künstliche Intelligenz, meinetwegen für akademische Exzellenz. Das Geld ist wirklich da. Das wäre viel wichtiger. Was wäre das für ein Signal im Vergleich zum Umbauen von Schwimmbädern? Andere denken aber in andere Richtungen. Ich wollte hier mal kurz drauf zurückkommen, ein Geldthema. Der Vizekanzler und Finanzminister hat eine europäische Arbeitslosenversicherung oder zumindest Rückversicherung vorgeschlagen, um mögliche Krisen, die auf Länder zukommen, besser ausgleichen zu können. Ist das der nächste Umverteilungstopf in Europa? Ja, wir Deutschen, wir reagieren genauso gerne, dass immer, wenn sofort ein Vorschlag kommt, dass wir denken, oh, das ist der Versuch, dass wir Deutschen über den Tisch gezogen werden. Ich glaube, wir müssen uns davon mal ein bisschen befreien, dass man kann Mechanismen schaffen, die wie eine faire Versicherung wirken. Man kann auch einen europäischen Arbeitslosenfonds, wir haben es in unserem gemeinsamen Vorschlag mit 12 anderen deutschen und französischen Ökonomen, einen Rainy Day Fund, also einen Schlechtwetterfonds genannt, gesagt, okay, wenn ein Land wirklich in eine Krise kommt, ganz plötzlich, sei es eine Naturkatastrophe, sei es etwas anderes, sehr schnell, sehr unkompliziert Geld bekommt. Wir haben das zum Beispiel festgemacht an einem Anstieg der Arbeitslosigkeit oder im Fall der Beschäftigung, um wirklich unkompliziert Länder zu stützen und zu verhindern, dass sie in eine tiefere Krise reinrücken. Jetzt kann man sagen, das ist doch auch zum ESM gehen, aber da gibt es ja Reformauflagen, das will man nicht.
da gibt es Reformauflagen, das ist klar, aber wenn, erstens mal dauert das sehr lange. Also das, wir haben das 2012 gesehen, als viel versprochen wurde von den Staats- und Regierungschefs, aber die Krise damals weiter fortfuhr und dann erst die EZB handeln musste mit diesem Versprechen, we will do whatever it takes, wir werden tun, was notwendig ist, um diese Panik zu verhindern. Und ich finde, wir sollten wirklich aufhören, die EZB dafür zu missbrauchen, sondern dafür sollte die Politik verantwortlich sein. Also mein Punkt ist, es macht eine ganze Menge Sinn, Mechanismen zu schaffen, die die Länder daran hindern, in eine tiefere Krise abzurutschen. Und das kann so gestaltet werden, dass es eine ex post, aber auch ex ante faire Versicherung ist. Nehmen Sie eine Autoversicherung. Wenn Sie eine Autoversicherung haben, Sie machen einen Unfall, dann gehen Ihre Prämien hoch. Dann werden Sie in der Zukunft mehr einzahlen müssen. Keiner würde deshalb sagen, oh, nur weil ich jetzt wenig Unfälle gemacht habe und mehr einzahle, als ich rausbekomme, ist das eine unfaire Versicherung und ich will nicht mehr teilhaben. Oder bei einer Gesundheitsversicherung ist genau das Gleiche. Wir wissen, eine Gesundheitsversicherung führt gewisse Menschen dazu, dass sie sich riskanter verhalten, vielleicht mehr trinken, weniger Sport machen, was auch immer. Und dadurch mehr Geld rausbekommen, als sie einzahlen. Aber das ist ja kein Grund dafür, dass wir dann keine Versicherung machen. Und das Gleiche gilt für Europa. Eine gemeinsame Versicherung ist wichtig, davon profitieren alle. Und man kann eine solche Versicherung so gestalten, dass Deutschland eben nicht der Zahlmeister ist, sondern dass hier faire Anreize bestehen. Und ich glaube, darum muss es gehen und das ist auch möglich. Herr Fuß, jetzt gibt es natürlich in Deutschland schon die Sorge, nach den Erfahrungen der letzten 8, 9 Jahre, dass sowas einmal eingeführt am Anfang mit klaren Regeln irgendwann auf die schiefe Bahn gerät und halt immer der Versuch dann kommt, doch die Hürden zu senken oder die Auflagen, das irgendwie zurückzuzahlen. Können Sie einem die Sorge nehmen? Nee, die kann man nicht nehmen, die Sorge. Man könnte allerdings noch hinzufügen, wir haben zwar keine Ex-Post-Konditionalität vorgesehen in diesem Vorschlag, aber doch eine Ex-Ante-Konditionalität. Also man muss sich an die Fiskalregeln halten und so weiter, damit man an diesem Fonds überhaupt teilnehmen kann. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Herr Scholz auch sowas im Kopf hat. Es ist im Übrigen nicht sinnvoll, sowas einzeln zu betrachten, sondern eine Eurozonenreform muss immer ein Paket sein. Und wir haben ja unser gemeinsames Papier hier mit den Franzosen überschrieben mit dem Titel Solidarität, Risikoteilung kombinieren mit Marktdisziplin. Ja, das heißt, wir brauchen bestimmte Elemente der Marktdisziplin. Zum Beispiel, wir müssen es hinkriegen, dass die Banken in Europa nicht mehr so viele Staatsanleihen halten. Ja, wenn Sie jetzt nach Portugal gehen und sagen, liebe Leute, wir Deutschen hätten gerne, dass die Banken nicht mehr so viele Staatsanleihen kaufen, dann werden die sagen, ja schönen Dank, wir sind ein hochverschuldetes Land und wir brauchen im Moment die Banken, damit sie unsere Staatsanleihen kaufen. Ja, wir müssen ihnen also etwas anbieten, wir müssen uns hier einigen in Europa, wir müssen ihnen also etwas anbieten und ein solcher Baustein ist eine Versicherung gegen Schocks. Die wird vor allem kleinen Ländern nützen. Ja, dass Deutschland davon profitiert, ist recht unwahrscheinlich. Aber am Ende hat ja auch Deutschland ein gewisses Interesse daran, dass wenn Portugal eine Krise hat, vielleicht diese Versicherung stabilisiert, damit das Land nicht in der Notaufnahme landet. Wir müssen die Dinge ja zu Ende denken. Wir stellen uns heute hin in Deutschland und sagen, also mir gäbe es nichts, wir stimmen keinerlei Risikoteilung zu. Und tun damit so, als würde das dann bedeuten, dass wir im Krisenfall nicht zahlen. Was ja wirklich passiert ist, unter anderem, weil die Banken vollgeladen sind mit Staatsanleihen. Wenn es in Portugal schief geht, dann haben wir erstmal keine Hilfen. Nur wenn es komplett schief geht und die vor der Pleite stehen, dann haften wir unbegrenzt. Ne? Über ESM-Programme, über die EZB und so weiter. Das heißt, wir haften, wir sind heute in der Situation, wahrscheinlich in vielen Fällen unbegrenzt zu haften. Da kommen wir zwar hinter mit irgendwelchen Auflagen, aber wir haften eben. Und aus dieser Situation wollen wir gerade herauskommen. Und da ist ein Baustein, damit das klappt, damit man eben nicht in der Notaufnahme landet, also sprich in einem ESM-Programm. Und damit wir überhaupt Chance haben auf eine Einigung. Das wird ja in Deutschland vergessen. Ich meine, die Eurozonenreform ist keine Veranstaltung, bei der gemacht wird, was nur die Deutschen wollen. Wir müssen doch irgendwie die anderen überzeugen. Ja, wie soll denn das gehen? Ja, wir wollen doch die anderen überzeugen, wirklich Eigenverantwortung stärker zu etablieren. Und das werden wir nicht schaffen, indem wir sagen, wir verweigern uns allem, sondern das werden wir schaffen, indem wir sagen, so, welche Punkte sind uns wichtig? Und mir ist wichtig, dass weder Deutsche noch Französische noch sonstige Steuerzahler haften für Dinge, die sie selber nicht beschlossen haben. Ja, aber das tun wir heute.
Ja, das, und zwar dann in der Form, um Gottes Willen, Not kennt kein Gebot, jetzt müssen wir wieder retten. Also wir sind heute nicht in einer Situation, in der wir unsere Finanzen unter Kontrolle haben. Das heißt jetzt nicht, dass man sich als allererstes hinstellt und sagt, wir möchten gerne zahlen. In der Form nicht, sondern ich würde immer sagen, wir müssen hinstellen und sagen, wir sind bereit, über Dinge zu reden, aber wir brauchen ein Gleichgewicht zwischen Risikoteilung und Risikoreduzierung. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass dieses Papier, das wir da mit den französischen Freunden geschrieben haben, es war durchaus nicht einfach, sich dazu einigen. Das ist auch ein Kompromiss. Aber dass die Philosophie, die dahinter steht, richtig ist. Und um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, diese Idee von Herrn Scholz könnte ein Baustein sein. Aber wie gesagt, nur ein Baustein. Niemals alleine als Element. Aber ein Baustein kann sowas sein. Können Sie noch was entgegnen? Nein. Gut, dann, wenn sich Herr Fuß und Herr Fratscher schon auf einen Reformplan für Europa einigen können, zusammen mit den französischen Kollegen, das macht das ja vielleicht hoffnungsvoll für das Treffen von Merkel und Macron und Le Maire und Scholz. Nächste Woche, Mittwoch, ist es, glaube ich, deutsch-französischer Ministerrat. Und dann gehen wir auch schon auf den EU-Gipfel zu. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden. Ganz so konfrontativ war es nicht, aber erkenntnisreich auf jeden Fall. So, jetzt bleibt mir nur fürs Schlusswort noch zu übergeben an den Herrn Stefan Müller. Nein, an Herrn Michelbach. Ja, super. Ja. Lieber Kollege Carsten Linnemann, meine sehr geehrten Damen und Herren, als Vertreter des bescheidenen und kleineren Teils der Unionsfraktion grüße ich Sie sehr herzlich abschließend. Aber keine Sorge, ich vertrete auch den PKM als Wirtschaftsflügel der CDU-CSU. Wir arbeiten dort mit 160 Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion eng und gut zusammen. Wir verstehen uns als das ordnungspolitische Gewissen mit ökonomischem Sachverstand. Und wir haben sehr viele Kollegen aus den freien Berufen, aus der Wirtschaft, aus dem Bereich der Unternehmern, aus dem Handwerk. Und wir freuen uns, dass wir so viele Kolleginnen und Kollegen mit diesem ökonomischen Sachverstand hier gemeinsam vertreten. Ja, meine Damen und Herren, auf dem letzten Redner lasten bekanntlich keine größeren Erwartungen mehr. Ich möchte jedoch zum Abschluss allen Gästen danken, die sich engagiert an den Debatten unseres heutigen Kongresses beteiligt haben. Dank sage ich generell auch unserer sozialen Marktwirtschaft, mit der ich persönlich als mittelständischer Unternehmer viel Erfolg zu verdanken habe. Und meine Damen und Herren, dieser Kongress und Ihre Beteiligung hat ja auch gezeigt, dass es mehr als nur ein wichtiges Thema in der deutschen Politik in diesem Hause gibt. Und dass CDU und CSU dazu einen wichtigen Beitrag leisten müssen, wenn wir uns konsequent als Parteien der sozialen Marktwirtschaft verstehen, ist klar und heute auch zum Ausdruck gekommen. Wir wollen Wachstum, Chancen für alle und Wohlstand für alle nach Ludwig Erhard. Wir haben es gehört, durch Globalisierung, Digitalisierung, demografischen Wandel und geopolitische Verschiebungen ist eine neue Herausforderung entstanden, der sich kein Land, keine Wirtschaft, keine Gesellschaft dauerhaft entziehen können, auch nicht wir in Deutschland oder in unserem gemeinsamen Europa. Ich finde, die damit verbundenen Fragen haben wir in den vergangenen 2,5 Stunden aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, und wenn eines dabei deutlich geworden ist, dann die Erkenntnis, dass unsere soziale Marktwirtschaft nicht zum alten Eisen gehört. Sie ist vielmehr aktueller denn je. Soziale Marktwirtschaft verbindet wirtschaftliche Freiheit mit sozialem Ausgleich, und das haben wir gerade zuletzt bei den beiden Professoren gehört, und sie tut das nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch. Wir werden die Zukunft nicht gewinnen durch immer neue oder mehr staatliche Eingriffe. Davon sind wir überzeugt. Wir sind überzeugt, Innovation, Markt und Wettbewerb können die treibende Entwicklungskraft sein.
ihre treibenden Entwicklungskräfte nur entfalten, wenn der Staat seiner Kernaufgabe nachkommt, Freiheit, freien und fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Insofern erleben wir auch gerade mit den USA mit neuen Zöllen und Protektionismus natürlich Weichen, die für die Zukunft nach unserer Auffassung falsch gestellt werden. Der Staat hat aber auch die Pflicht, soziale Unwuchten eben auszugleichen und Chancengerechtigkeit sicherzustellen. Und das ist genau diese Reihenfolge, die wir wünschen. Nicht erst verteilen und dann darauf hoffen, dass auch etwas erwirtschaftet wird, sondern erst erwirtschaften und dann verteilen, wenn nötig oder wenn es geht. Und zwar nicht nur nach dem Motto nice to have, sondern nach tatsächlichen Erfordernissen. Wir wollen Argumente hören, wenn verteilt, umverteilt wird und nicht nur Ideologie. Das ist unser Grundsatz, den wir in der gemeinsamen Fraktion verfolgen. Wir haben natürlich in diesem Hause in der nächsten Zeit viele politische Herausforderungen zu meistern. Ein Grundsatz sehen wir auch in der Zukunft, dass Risiko und Haftung in der sozialen Marktwirtschaft zusammengehören. Da war etwa so gerade in den letzten Beiträgen etwas unterschiedlich zu hören. Wir haben natürlich Sorge, dass zum Beispiel beim ESM eine laufende Zahlung undefiniert, unkonditioniert, ohne Programmfolge, ohne letzten Endes auch über die Rückzahlung eine klare Lösung zu haben, dass dies für uns ein Problem darstellt in der Fraktion, ist sicher auch ein Teil der Wahrheit. Meine Damen und Herren, unter diesen Gesichtspunkten ist die Idee der sozialen Marktwirtschaft aktueller denn je. Sie ist vor allem auch deshalb so aktuell, weil sie einen von Optimismus getragenen Gestaltungswillen formuliert. Diesen Gestaltungswillen braucht es, wenn wir angesichts rasanter Veränderungen bestehen wollen. Die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, freier Wettbewerb und soziale Gerechtigkeit sind dafür nach meiner Ansicht bestens geeignet, denn sie sind einem klaren Ziel untergeordnet, dem Nutzen für die Gesamtheit mit natürlich dem klaren Titel Wohlstand für alle. Daher müssen wir immer wieder prüfen, ob Freiheit und Verantwortung, Staat und Umverteilung in einem angemessenen Verhältnis stehen. Wachstum und Wohlstand, Motivation und Leistungsbereitschaft verlangen ein hohes Maß an Freiheit. Das ist unser fester Glaube. Und den weitgehenden Verzicht auf immer mehr staatliche Eingriffe. Von diesem Gedanken allerdings, das sollten wir durchaus selbstkritisch einräumen, haben wir uns öfter entfernt, wie es gut ist. Wir trauen uns als Kolleginnen und Kollegen im Bundestag in unseren Wahlkreisen oft gar nicht mehr von Entbürokratisierung zu sprechen, weil dann natürlich alle auf uns zukommen und sagen, das und das und das ist bürokratisch. Also hier gibt es, glaube ich, mit den größten Handlungsbedarf. Lieber Carsten Linnemann, du als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Ralf Brinkhaus als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, zwei Mittelständler, die hier, glaube ich, die größte Aufgabe mit für die Zukunft haben. Mit dem Markt allein oder dem Markt allein darf man das Feld natürlich auch nicht überlassen. Das haben wir gerade in dem Finanzausschuss in der Weltfinanz- und Wirtschaftskrise erlebt. Dies darf uns aber nicht dazu verleiten, nach immer mehr Regulation und dem Staat zu rufen, denn eine Überregulierung, die Dynamik des Marktes erstickt, endet natürlich nach meiner Ansicht in Rezession. Deshalb ist es klug, die Kräfte des Wettbewerbs zu stärken. Und das sind bei uns in Deutschland die kleineren und mittleren Unternehmen. 3,6 Millionen mittelständische Betriebe gibt es. Sie beschäftigen 58,5% der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer und 82% aller Auszubildenden. Sie erwirtschaften 55% zur gesamten Nettoschöpfung unserer Wirtschaft. Und diese Stärke wird nur bleiben, wenn der Staat nur dann regulatorisch eingreift, wenn der freie Wettbewerb gefährdet ist. Innovativen Unternehmensgründungen
kommt natürlich dabei eine wichtige Rolle zu. Und wir wollen natürlich hier F&E-Förderung, wir wollen die hochleistungsfähigen Datennetze, Anpassung von Arbeitsgesetzgebung, die nicht mehr in die Zeit passt, und verbesserte Rahmenbedingungen, die es einfach auch notwendig macht im Zuge der Digitalisierung. Wir wollen also, und das möchte ich zum Abschluss sagen, eine neue Gründungskultur, mehr Wagniskapital, und wir werden auch Lösungen für oder gegen den Fachkräftemangel letzten Endes schaffen. Wir wollen Gigabit-Anschlüsse für jedes Gewerbegebiet. Wir wollen verstärkten Know-how-Transfer auch mit der steuerlichen Förderung im Bereich Forschung. Und wir wollen die Vorreiterrolle beim Aufbau eines wirklich flächendeckenden Netzes mit dem Echtzeit-Mobilfunk-Standard 5G einnehmen. Wir brauchen und wir wollen Entlastungen bei Steuern und Abgaben. Das bedeutet auch, dass wir vielleicht etwas ketzerisch die vollständige Abschaffung des Soli als dringlich ansehen. Und wir wollen schnellere und einfachere Genehmigungsverfahren auf allen Feldern, das Planungsbeschleunigungsgesetz im Wohnungsbau, im Infrastrukturbereich halten wir für äußerst dringlich. Also, meine Damen und Herren, Wohlstand für alle ist für uns nicht nur ein Versprechen aus der Vergangenheit, sondern muss Gebot und Richtschnur unseres Handelns auch in der Zukunft bleiben. In diesem Sinne danke ich Ihnen herzlich für die Teilnahme. Und ich glaube, wir haben Sie lange genug, Carsten, vom Empfang, den du ausrichtest, jetzt warten lassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielen Dank für Ihr Kommen. Ja, danke, Hans Michelbach. Das war jetzt zum Abschluss noch mal eine ordentliche Dosis Ordnungspolitik für den Kopf. Draußen gibt's was für den Bauch. Das Buffet ist eröffnet.